Es ist genau 20.15 Uhr. Zeit für etwas Stumpfsinn. Mit dem Furry Talk. Nur auf Furry FM. Wir bereden die lustigsten Themen und bringen euch den Lachanfall. Peng, voll in die Fresse. Damit ein riesig großes Hallo, Hallöchen und herzlich willkommen auf Furry FM. Mein Name ist DJ Kane und heute sind wir mal wieder hier mal in einer großen Gruppe versammelt, um euch den Abend zu belustigen. Aber bevor ich was sage, ist, diese Sendung wird euch präsentiert von Furries United Germany. Die Community, nicht nur für Furries. www.furries-united.de. Haben wir nicht fast vergessen. Ich wollte es gerade noch einspielen, aber du hast schon angefangen zu sabbeln. Wir hätten sie auch unseren Gast vorsagen können. Also aber sind wir jetzt abgeschnitten? Live-Werbung bezahle ich euch nicht, ne? Eben. Oh. Hast du jetzt echt abgeschnitten? Nein, ich hab dich... Ach, wer würde dich denn abschneiden? Ich! Halt, Abschneider! Wie dem auch sei, wir sind heute, wie ihr ja schon wieder hört, nicht alleine hier. Ne, Moment, ich bin heute nicht alleine hier. Mann, fängt ja schon gut an. Dann hab wieder eine Menge interessanter Leute hier mit am Start. Fangen wir mal wieder von oben nach unten an. Haben wir schon einmal die Laylor. Hallo, Laylor! Ich bin oben, yay! Dann haben wir direkt darunter den Gremlin. Moment, juhu. Nicht vor 22 Uhr. Dann haben wir hier noch an meiner Seite den Galax. Oh, hallo, ich bin nicht oben. Nee, nicht neben mir. Dann haben wir hier noch den Leandra. Hallo. Hallöchen. Und heute haben wir wieder unseren Special Gast dabei. In diesem Fall haben wir diesmal dabei, in unserer Runde, den Ralfi. Hallo, Ralfi. Hallöchen. Ich hoffe, du hast mal wieder schön hierher gefunden, ne? Mal wieder schön hierher gefunden. Ja, das erste Mal gewesen. So ein Urgestein. Nein, ich habe ihn neulich schon zwangsrekrutiert für meinen Sarkasmus. Aua, hier ist doch Stammgast. Mir wurde Geld versprochen. Was? Ja, hier hast du. Das habt ihr nicht gehört, das schneiden wir jetzt raus. Genau, hier, frag mal Onkel Dagobert, der hat für dich was. Funktioniert ja, von daher brauchen wir auch nichts zahlen. Genau. Schön. Sieh es ja, einfach schön. Als Spende an. Na gut, dann gibt's nächsten Monat halt kein Bargeld, okay. Spende, oh. Spende! Okay. Spendabel heute, ja. Ja, und sonst ja. So. Fängt ja schon mal gut an. Ja, wir haben heute ja nichts zu bereden hier, ne? Gut, dann nur da, um schnapp zu lachen. Nee, ganz ehrlich gesagt, ich muss jetzt kurz warten, bis mein Live-Chat sich hier aufmacht, denn ich habe vergessen, ihn anzumachen. Ich böser Junge. Wir grüßen bei der Gelegenheit gleich mal den Ersten, der schon den Weg in den Live-Chat gefunden hat. Das ist Jeremy's Longtail. Hallo. Wie geht's? Hallo. Und jeder, der sich fragt, scheiße, wo ist denn hier der Live-Chat? Das ist auf unserer Website unten rechts in der Ecke steht da so ein Chat-Button und dann könnt ihr draufklicken und dann öffnet sich ein Fenster und dann könnt ihr euch anmelden und könnt ihr mitchatten. Also wenn ihr Fragen habt oder einen Songwunsch oder sonstiges, dann könnt ihr das alles da reinhauen. Aber nicht vergessen, die Nippel durch die Lasche ziehen, damit einer Kurbel ganz nach oben drehen, kommt auf einmal ein Pfeil, drücken sie dann drauf und dann ist die Chatfensterapparatur schon auf oder so. Kann man den bitte so, und jetzt ist erstmal die Bettruhe für Kane. Und der Nacht mit Kane. Aber wer hat ihm schon wieder Energy gegeben, ey, von euch? Ich hab euch gesagt, das verträgt der nicht. Die Drogen wirken nicht. Ich bin kein Gremlin, den man nicht vor 22 Uhr füttern darf oder so. Oder andersrum. Was? Mitternacht. Ach so, ja. Gut. Ja. Diesen speziellen sogar generell Mitternacht. Ja. Du mich auch. Ja, ja ich weiß. Ja, ja. Ich weiß. Dann, Was weißt du? Ich bin einfach momentan sehr, sehr, sehr gehypt. Es tut mir halt leid. Es ist so, gestern war für mich ein Tag der Tage gewesen, wo nämlich ein sehr, sehr, sehr schönes neues Spiel rauskam. Minecraft? Und, ich dachte, der hätte die Periode gekriegt. Ja, Minecraft, das neueste Update. Aber das ist ein anderes ist so Thema. Ne? Reden wir darüber nochmal in einer Woche. Zwinker, zwinker. In 9 Monaten. Was? Oh. Genau. Nein, wie dem auch sei. Hast du den Namen schon? Das heißt ernst. Ja, am Freitag kam nämlich ein neues Spiel raus. Das heißt Devil May Cry. Richtig, genau. Das Spiel heißt nämlich Devil May Cry 5. Der 5. Ableger der Reihe. Aber, dazu muss ich aber auch gesagt haben, dazwischen kam noch ein anderer Titel raus, aber der hat nichts mehr damit zu tun. Der ist offiziell als nicht mehr Canon deklariert, bedeutet, der ist nicht mehr dabei. Der singt nicht im Kanon, schade. Der singt nicht im Kanon, nee, der ist einfach, das war der Reboot gewesen und der war
Ja gut, Geschmäcker können sich streiten, aber der hatte nichts mehr mit dem eigentlichen Kram zu tun. Aber ich muss sagen, der fünfte Teil, ich habe ihn jetzt ja auch schon durch, der ist absolut faszinierend, fantastisch und echt ein super Abschluss der gesamten Storyline über Dante und sein Bruder und dann halt dann auch noch den Nero. Genau. Ja, warte mal, ist der nicht gestern rausgekommen? Genau, richtig. Ja, der hat gesucht. Du hast nicht so viel Schlaf, oder? Und du bist wie jetzt gesagt, schon durch. Als man mich gefragt hat, na, hast du gut geschlafen? Habe ich gesagt, ja, 15 Minuten. Und Telefon. Das waren nur 15 Minuten. Hey, den Klingelton habe ich auch. Nee. Das ist der Standard-Klingelton für alle Telefone. Auch. Lol, wer zum Geier ruft mich um die Uhrzeit an? Ich. Nicht und bei dir? Nicht und bei dir? Also wenn deine Freundin schon anruft, dann bitte doch, wenn ich nicht da bin, Mann. Alter. Achso, übrigens, hallo Anthony, der hat auch den Weg in den Live-Chat gefunden. Hey, Smitty! Willkommen in unserer illustren Runde. Bist du sicher, dass es Smitty ist? Ja, das ist Smitty. Und Grüße an Sailor Luna. So ein ganz anderes Hi. Naja, wie dem auch sei. Ich glaube also nicht. Doch, ich glaube wohl. Aber nicht mit dem. Brüllt euch drum. Doch. Oh. Ich meine, diese Sendung wird ja für nächste Generation aufgezeichnet. Ihr wisst schon, dass keine Sau durchsteigt, wenn ihr jetzt sagt, ja, das ist ja. Das glaube ich nicht. Nee, das ist ja doch. Nee, ich glaube okay, nicht. Lass uns also doch mal reden, Leute, die jetzt bei YouTube gucken, einfach auch mal live einschalten. Also bitte, ne? Ja, das stimmt. Okay. Ist alles okay mit euch? Was wolltest du sagen, Kane? Du warst bestimmt gerade dabei, irgendwas Wichtiges zu fragen. Ja. Wir machen erstmal eine kleine Musikpause. Ja, nach den ersten paar Sekunden. Lol, so viel dazu. Nein. Nein, wir waren jetzt doch bei dem Spiel gewesen. Also, wie dem auch sei, es ist echt ein. Also, ich bin halt Devil May Cry-Fan, aber ich muss sagen, es ist in dem Sinne auch mal ein Spielteil gewesen, der wirklich auch, kann man es am besten nennen, wo man einfach mit dem Ende zufrieden war, sagen wir es mal so. Beziehungsweise ist Devil May Cry nicht eigentlich hauptsächlich so ein Hack and Slay? Genau, richtig. Es ist ein Hack and Slay. Es ist ein Hack and Slay Game, was grundlegend einfach als zusätzliches Feature in dem Sinne hatte, dass du halt stylisch kämpfen musstest. Das heißt, du musstest halt wirklich verrückte Kombos miteinander. Also sozusagen Eiskunstlaufen nur im Gaming. Richtig, genau. Also das heißt, du kannst zwar machen, was du willst, aber also du kannst halt jede Waffe benutzen, auf die du Bock hast oder so. Du musst jetzt nicht irgendwas beachten oder so. Aber wichtig ist einfach nur, dass du einfach wirklich stylisch kämpfst, dass du wirklich riesig große Kombos miteinander verkettest, um dann halt deinen Style-Rang zu erhöhen. Das Höchste, was du kriegen kannst, ist Sick Smoking Style, das ist, oder beziehungsweise Smoking Sexy Style jetzt in diesem Fall. Das ändert sich in jedem Spiel. Alter, ich sehe das gerade in jedem Spiel, ohne Scheiß. Welchen Style trage ich denn heute? Style, ja. Heute trage ich den Smoky Sexy Style. Ich dachte, das wäre ein Smoky Eis. Nein, ja, das sind drei Smoky Sexy Style. Ich weiß schon, warum das Spiel magst, gell? Ja, genau, nee. Ich mag Stein, Flieg und Sieg. Ja, genau. Nein. Erst ab 22 Uhr. Nee, okay. Wie dem auch sei, also ich kann es echt jedem empfehlen, spielt das Spiel mal und versucht echt mal die Ränge hochzusteigen, nennen wir es einfach mal so. Aber das einzige Feature, was jetzt halt noch neu dazugekommen ist, ist einfach die Tatsache, dass du auch mit anderen Leuten Koop spielen kannst. Das ist in dem Sinne jetzt ein neues Feature. Also ein paar Eiskunstlaufen. Ja, so in etwa. Und dann schaust du, wer am sexiesten ist. Nein, wer am krassesten kämpft. Aber naja, egal. Wir haben sexiesten Paar stylen jetzt. Ja, genau. Wir jetzt. Hey, naja, an der Stelle auch ein herzliches Willkommen an den Muffy. Hallo, der Muffy. Ist auch da. Hey, Muffy. Hast du eigentlich nie ein Profilbild? Und ja, ich glaube, das hat mit Anmelden zu tun. Und der hat gerade uns Essen gemacht. Das danke, Muffy, ja. Genau. Das danke, Muffy. Ich schwöre, genau. Alter, also wenn ihr Bock auf ein Spiel habt, das ganz lange sich hinzieht, dann nehmt ein anderes, weil das ist meine Schuld. Ich hab, ich hab's übertrieben, maßlos. Wenn ihr ein Spiel haben wollt, was sich in die Länge zieht, Subnautica. Oh ja. Nee, obwohl eigentlich nicht, positiv in die Länge, weil du einfach suchtest bis zum Umfall. Ja, das ist tatsächlich das einzige Spiel, was ich jetzt schon über 10 Mal durchgespielt habe und wo ich jetzt immer so mit einer normalen Spiellänge von 8 Stunden durch bin. Oh, okay, ich habe nur einen einzigen Spielstand und der ist 6 Tage.
Ja, spricht für sich. Aber das Spiel ist echt gut, weil man hat so das Gefühl, dass wirklich, nicht nur das Gefühl, es ist auch so, jedes kleine Teil, das du dir dann craftest oder sowas, jedes Werkzeug oder sowas, das bringt einen wirklich weiter. Du suchst dann irgendwie nach einer neuen Taucherflasche, nach den neuen Dingen, bla bla bla. Und da also so tief berührt es mich gar nicht. Ich mag einfach nur dieses Gefühl einzutauchen, buchstäblich. Wenn du in das Wasser das erste Mal springst, wie schön das aussieht, wie harmonisch das wirkt und auch in den gruseligen Ecken, wie sehr dich diese Atmosphäre packt und mitnimmt und dich rausreißt aus dem Alltag, ist total toll. Liebe Katzen mögen kein Wasser. Ja, diese schon, es gibt ja auch Wasser. Lass einem fahrenden Hamsterball sitzen, ist ja alles gut. Na? Ja, naja, so ähnlich. Ralfi, wie sieht's denn bei dir aus? Was zockst denn du derzeit? Der Megabyte also hat neuerdings Diablo 3 auf der Switch. Oh, auch nice. Diablo 3? Ja, ja, zum Mitnehmen. Richtig geil. Kann ich nur empfehlen. Mit extra Pommes. Gab's da ein Drive-In? Nee, eine Flasche Pommes, bitte. Ja. Aber ernsthaft, ja, das stimmt wirklich. Das hatten sie echt auch auf die Switch geportet. Und ich muss auch sagen, das spielt sich echt super. Also auch halt aufgrund des zweiten Aspektes, dass du es halt mitnehmen kannst und zocken kannst, wo immer du willst. Das ist schon das Nice dran, wenn man so sagen könnte. Oh ja. Wie lange hält denn bei dem Teil des Akku? Das also leer ist 3 Stunden, oder? Also echt? Laut, es ist mit schwierig. Also manche Spiele sind anspruchsvoller als andere. Genau. Bist du schon nach 1,5 Stunden offline. Oh, nett. Cool. Oh, ja. Aha. Vielleicht weiß ja nicht noch jemand Pokémon Schild und Schwert? Ja, das kommt erst am Ende des Jahres raus, leider. Oh ja, ich weiß, verdammt. Ich will aber ja, das wird bestimmt raus, cool. Die uns eingestellt. Aber ich fand die Memes so richtig gut, wo danach halt auch dieses Pokémon Gun dabei rauskam und irgendwie Wurfarm und Error und alles. Das Witzige daran ist, das ist sogar schon so weit gegangen, dass ein offizieller Zeitungsartikel drin war mit den 3 neuen Editionen. Schwert, Schild und Pistole. Nein. Doch, ist kein Witz. Das kann nur die Bild gewesen sein, oder? Nein, das war ein spanisches Gaming-Magazin gewesen. Da war nämlich das Bild abgebildet. Na doll. Die können gut recherchieren. Mhm. Oh je. Yeah. Also. Und haben teilweise auch Entwicklungen genommen von den 3 Startern, die einfach nur aus den Haaren dahergegriffen waren. Ne? Vielleicht ist das sowas wie der Postillon? Nein, das war echt ein richtiges Gaming-Magazin. Das war echt kein Witz. Das meinten Schande. Die echt, das meinten die wirklich ernst. Aber stand da drinnen, ja, Pokémon Gun, bald draußen. Aber ich find's ein bisschen schade, dass es nicht auf dem 3DS spielbar ist. Ja, das finde ich auch interessanter. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich mag dieses Feature gerade jetzt im Hinsicht darauf, dass ich es auf Convention immer gerne benutzt habe beim 3DS, dass man andere Leute quasi treffen konnte, wenn die gerade das Ding anhatten. Oh, wir haben immer ganz oft, dieses Streetpass. Dieses Streetpass-Ding, genau. Ich sag nur LBM. Genau. Wie alle Leute da immer alle das Ding Standby hatten, gerade auf der EF ist mir das aufgefallen, da hast du immer bis zum Anschlag alles voll gehabt mit Leuten, musstest dann alle halbe Stunde nachgucken, wen du schon alles getroffen hast, und dann hast du weitergesammelt. Das war so cool. Dann musstest du erstmal die Minispiele spielen, musstest erstmal die Puzzleteile sammeln, musstest dann mit denen auf die ewig währende Mission gehen, dich selbst zu retten. Ja, ich mochte das. Ich finde das toll. Warum gibt's das bei der Switch nicht? Das Witzige ist, die bringen ja momentan immer noch für den 3DS immer mehr neue Spiele, also diese Streetpass-Spiele raus. Ne? Mittlerweile hast du jetzt auch so einen Aktienmarkt, wo du dann halt Aktien sammeln kannst, wo du Blumen gießen kannst. Sachen, wo du dann halt Ninja durch die Luft schießen kannst. Und ja, für dein anderes Spiel, wo du dann halt deine Helden und Recken bekochen kannst. Also, die hören da echt nicht mit auf, neuen Content noch für den Streetpass 3DS rauszubringen. Also ich fand damals aber auch den 3DS super genial. Also, das war das allererste Handheld, was ich mir selber aus meinem eigenen verdienten Geld gekauft habe. Und das habe ich so gefeiert, das Ding. Und dann irgendwann mal habe ich es dann verkauft, weil ich einfach in Geldnot war. Ja, und hast du dann heute instant bereut, ne? Hinterher. Das war so dämlich, dass ich das gemacht habe. Ich finde, irgendwann werde ich wieder ein 3DS haben. Irgendwann. Megabyte schreibt gerade im Live-Chat, bei der Switch gibt es das auch. Ja, dann erzähl mal, was ist denn das? Schreib es mal bitte in den Chat, das wird uns zwar brennend interessieren, weil ich weiß davon nicht, dass es so ein Feature hat. Okay, ich auch nicht, ehrlich gesagt. Ja,
Mega, vielleicht ist es in der Entwicklung gerade. Das wäre auf jeden Fall schön, weil das auch diesen Faktor, dass man das mit sich rumträgt, ein bisschen erheben würde. Und dass man rausgehen muss zum Freunde treffen. Dafür ist der Pokémon Go noch. Wie sieht es denn mit euch aus, wenn wir hier schon bei Pokémon sind, mit den drei Startern? Wer es jetzt noch nicht gesehen hat, es gibt einen Affenartigen, der sehr nach, wie heißen die Viecher, die es früher mal gab? Furbies. Nach Furby aussieht. Es gibt einen Hasen, der offensichtlich Element Feuer ist, und es gibt ein Wasserelement, das eine Kaulquapp ist, was irgendwie so schon tausendmal verwurstet wurde. Ein Kaulquappen-Chamäleon, genau. Mit der Handposition der Angela Merkel. Fast. Mit den Namen der Affe Chimpep, der Hase Hoplo und das blaue Wasservieh Memeon. Also Memeon, da fallen mir so viele Leute ein, die diesen Namen so verdient. ich bin fies, ja. Wie sieht's bei euch aus? Welchen nehmt ihr denn? Ich würde Hoplo oder Scorbunny. Ich finde den auf Englisch irgendwie besser. Ja, ich finde auch, der englische Name passt viel besser. Ja, Scorbunny. Ich hätte jetzt sowieso gesagt, also beim Hasen ist es, falls euch das nicht aufgefallen ist, im Trailer hat man es zumindest gesehen, dass du dann halt auch Fußball spielst, und ich vermute dann, beziehungsweise Rugby oder irgendwas, was mit Großbritannien. Wo spielst du denn Fußball? Ja, das in. Ja, da gibt's doch im Intro, dass du im Stadion irgendwo reingehst. Genau, im Stadion geht es. Das dachte ich auch. Das ist. Ich dachte auch, es gibt jetzt Pokémon-Fußball. Mit Turnschuhen und so ein Zeug an. Das ist aber tatsächlich die Liga. Nee, das ist nicht die Liga. Doch, ich denke, das wird irgend so ein Minigame oder sowas. Ja, denke ich auch. Ich habe auch dran gedacht, weil das gab's ja in den alten Generationen auch. Aber da hat Claudi letztes Mal gesagt, das ist eine Liga. Also ich habe. Ich denke auch, dass es Liga ist. Aber dann würde er nicht so. Ja, hat Claudi gesagt, ich denke es auch. Ja, Claudi denkt das. Ja, ich und Claudi sind an der gleichen Meinung, habe ich gehört. Der Warte, welche Claudi hat das gerade gesagt? Oder was, Clayla? Ja, Cleandra. Cleandra, genau. Aber wie dem auch sei, ich hätte weil deswegen wahrscheinlich auch der Name Score Bunny, weil Ableitung vielleicht von Soccer oder so, dass der sich dann halt, wenn er sich verwandelt oder halt sich weiterentwickelt, dass er halt vielleicht irgendwie so Züge von einem Fußballspieler oder sowas ähnliches annimmt. Oder halt irgendwas, was damit bitte in Verbindung steht. Ich möchte kein Fußballer-Pokémon haben. Ich meine, aber ich möchte auch nicht diesen komischen Affen, der die ganze Zeit so tak, 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 und diese Memme möchte ich auch nicht haben. Memme. Also, es bleibt ja nur noch der Hase. Alle werden nur noch den Hasen nehmen. Es ist wie mit der Flamiau. Also, ich würde noch abwarten, bis ich die Endentwicklung kenne. Ja. Oh ja, das stimmt. Aber Chimpep finde ich gar nicht so schlimm. Nee. Also, ich würde auch trotzdem Hoplo nehmen, aber Memmion ist etwas. Aber ich stelle mir echt schwierig vor, wie die Weiterentwicklung von Chimpep und Memmion sein soll. Also, hoffen wir mal, dass es nicht so bei Chimpep zumindest nicht so ist wie bei den anderen beiden Affen-Pokémon, die sich dann halt einmal zu diesem einen, was war das gewesen, Football-Spieler weiterentwickeln? Ich weiß nicht genau, wie das Ding heißt. Mit dem, das ist aus der Sonne- und Mond-Edition, glaube ich. Oder? Ein großer Orang-Utan, der dann halt so im Schneidersitz sitzt und dann halt so eine, so wie so ein Richter beim Ringen irgendwie, so ein Fächer hochhält. Und der andere ist dann halt einer, der sieht aus wie so ein Rugby-Spieler mit so einem Helm auf dem Kopf. Wird schon nicht besser. Nee, ich hab absolut keine Ahnung, wovon ich such die mal raus, warte mal. Ja, also, gerne. Ich muss ganz ehrlich sagen, gerade die Affen-Pokémon, die habe ich schon immer gehasst wie Hölle. Aber gehen wir mal wieder auf die Pokédex-Seite Nummer 1. Zum Beispiel fand ich gar nicht so schlecht. Das war ja der alte Starter, ich glaube, in Diamant und Der sich dann zu Panferno weiterentwickelt, ne? Mhm. Ja, der war nicht übel. Den fand ich ganz cool. Aber der ich mochte eigentlich von allen die Starter, die es jetzt zuletzt gab, Flamiau am meisten. Also einfach, weil es von vorne bis hinten cool war. Echt? Ja. Ich fand die Eule irgendwie cool. Ja, die habe ich auch genommen. FSK 8. Aber wir wissen ja, was du in deiner Freizeit schaust. In der Serie, weißt du, wenn die dann vorgestellt wird, ist es einfach so, die ist so verpeilt, aber süß, die ist genau wie ich. Hässlich, was? Ich hab doch gerade gesagt, verpeilt und süß. Ja, das ist wieder Schokolade sind von mir. Die Eigenschaften, mit denen dich jeder beschreiben würde. Okay, Musik! Wir machen weiter eine Thema. Musikpause, bevor auch noch Leandra dran mitbekommt, was ich gerade gesagt habe. Ich hab das schon mitbekommen. Okay, schön. Okay. ihr habt natürlich die Möglichkeit, euch Songs zu wünschen, wenn ihr irgendeinen Song habt, den ihr gerne hören möchtet. Auf unserer Seite gibt's diesen Request-Button. Da könnt ihr mal in die Library reinstöbern und euch einfach mal den Song, den ihr haben möchtet, requesten. Gerne auch mit einer Nachricht. Das nennt sich dann Dedication. Könnt ihr was dazu schreiben. Und vielleicht liest es auch vor, ich weiß es noch nicht.
Ich versuch's. Wenn wir bis dahin lesen können. Ja, ja. Mal gucken. Und wir sind gleich wieder für euch da. Jetzt kommt erstmal Xavier Naidoo mit Sie sieht mich nicht. Und, doch, ich sehe dich trotzdem. I don't think so. Leandra kommt dich holen. Und danach geht's uns allen wieder besser, denn da kommen The Turtles mit Happy Together. Und wir sind gleich wieder für euch da. Hier von Riff M. Bleibt dran. Das war gerade The Turtles mit Happy Together und wir sind noch mehr happier und noch mehr together hier bei unserem Furry Talk Volume 38. Was Kane am Anfang sagen wollte, wir sind mal wieder nicht alleine hier, hat er gar nicht zu Ende gesagt, ist mir gerade aufgefallen. Wieso? Weil ich mich vorgestellt. Nee, aber du hast mittendrin den Satz unterbrochen. Aber wir sind mal wieder und dann hast du angefangen vorzustellen. Nein. Kane, wirst du etwa alt? Nein, ich hab's echt nicht unterbrochen. Ihr könnt's beweisen. Ich hab's auch nicht gemerkt. Ich werde das zusammenschneiden, inklusive des Abstreichens. Ja, dann mach das. Okay, ja, liebe Leute, wir waren gerade ein bisschen bei Pokémon hängen geblieben. Für die Leute unter euch, die denken, da bin ich rausgewachsen. Ja, ihr seid komisch. Da kann man nicht rauswachsen. Du wächst halt wieder so rein. Ja, einmal musst Pokémon, auch nicht immer versuchen, Pokémon. Deinen Fuß ins Maul von einem Pokémon zu stecken, dann rauszuwachsen. Oh, das klingt so verkehrt. Ah, was? Alter. Wir wachsen aus Pokémon raus. Ja, nee, nicht, alles aber, gut. Wir machen jetzt mit den nächsten. Aber wenn du gerade sagst, aus da herauswachsen, dann sagst du was Schönes. Ich habe mich nämlich schon seit längerem mal gefragt, wie sieht's denn eigentlich aus? Ist für euch das Furry-Dasein eine Lebensphase? Oder ist das für euch so einmal Furry, immer Furry, das lebe ich jetzt mein Leben lang bis zum Ende? Ich glaube, bis zum bitteren Ende. Ja, es kommt auf die Person an. Ja, ich denke schon. Es gibt auch genug. Die in seinem Fursuit begraben. Ich bis dahin schon. Es ist halt für viele einfach ein Hobby, würde ich mal sagen. Und manche Leute, es gibt ja auch genug Leute, die das Fandom irgendwann verlassen, weil ihnen irgendwelche Sachen am Fandom nicht passen und dann verlassen sie das Fandom. Nennt man Rage Quit. Ja, und dann kommen sie zwei Wochen später wieder. Ja, ich habe schon ein paar Leute gesehen, wo ich mir gedacht habe, oh, die haben das Fandom verlassen leider, oder habe ich davon gehört. Also ich glaube, ich würde mir ja jetzt nicht so viel Stress machen. Wenn ich irgendwann mal keinen Bock mehr habe, dann habe ich halt keinen Bock mehr. Und wenn das soweit alles gut läuft, dann läuft's halt. Also ich würde es jetzt auch nicht mein Lebensexil nennen, weil das ist einfach dumm. Also aus meiner Sicht ist es dämlich, sein ganzes Leben lang auf das Furry-Fandom zu beziehen, weil das geht definitiv in die Hose. Weil es gibt auch noch ein echtes Leben irgendwo, was man selber irgendwie gestalten kann. Und man kann nicht einfach 24/7 im Fandom sein, weil entweder ist man dann psychisch total durch den Wind, oder irgendwas anderes. Ich weiß nicht, man muss irgendeinen in der Schale haben, um das 24 Stunden machen zu können. Das ist ja auch ein Unterschied, ob du das 24 Stunden machst oder ob du das dein Leben lang lebst. Es ist ja nicht das Gleiche, 24 Stunden nur an Furry zu denken. Oder ob ich mein Leben lang sage, okay, ich bin Furry. Ja, deswegen sage ich ja, also ich lasse es auf mich zukommen, wenn ich jetzt ein Leben lang dann Furry sein sollte. Pff, ja, okay, ist gut, cool. Aber wie gesagt, man sollte es, glaube ich, nicht verkrampfen, weil ich glaube, das passiert dann eher dann den Leuten, die dann 24 Stunden drin sitzen und sagen dann über, oh Gott, das ist so schlimm, dann so, oh, ich muss hier raus. Man sollte sich halt auch trennen können. Es ist ja ein Hobby bzw. ein Interesse und das verschwindet ja wahrscheinlich nicht so schnell. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist halt, dass die Leute dann irgendwann sagen, ich will mich nicht, ich interessiere mich vielleicht noch dafür, aber ich möchte mich nicht mehr selbst Furry nennen oder nicht mehr da dazugehören. Also ich kann schon verstehen, dass zum Beispiel, ich sag jetzt mal, wenn man jetzt in das Alter reinkommt, so Mitte 40, Anfang 50, dass man vielleicht ganz andere Prioritäten hat und dass man weniger jetzt im Fandom rumhängt, so wie wir jetzt als junge Leute, die jetzt die ganze Zeit im Social-Media-Bereich immer und immer und immer wieder damit irgendwie konfrontiert werden. Und später haben wir irgendwas anderes. Ich sag mal, unsere Jobs sind vielleicht ein bisschen anstrengender. Die anderen kriegen Kinder. Dann haben sie vielleicht andere Ideen oder Interessen. Das heißt ja nicht, dass sie komplett raus sind oder so meistens, sondern es ist einfach nur ein bisschen ruhiger um die wird. Was ja auch in Ordnung ist. Also trotzdem bleiben die ja meistens dann ja schon innerlich irgendwie immer noch Furry. Also beste Beispiel bei meiner Schwester. Die zeichnet zwar immer noch hin und wieder und ist aber etwas ruhiger geworden als früher. Was aber nicht schlimm ist, weil sie sich halt um ihren Sohn kümmert die ganze Zeit. Und das ist bei den meisten, die jetzt Kinder gekriegt haben, habe ich jetzt mitgekriegt, dass sie auf jeden Fall ein bisschen ruhiger geworden sind. Aber ich glaube schon, dass sie immer noch den Bezug dazu behalten, in einer gewissen Art und Weise. Ja gut, manche sind ja auch dann halt noch in dieser Position, dass sie halt auch teilweise ihren Kindern versuchen, dann halt das Fandom schmackhaft zu machen, etc. Ja, nicht nur.
Ja, es gibt ja vielleicht dann auch, beziehungsweise nicht nur vielleicht, sondern ziemlich auch Furry-Familien. So ja, das auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich glaube nicht, dass es halt irgendwie nur ein altersspezifisches Ding ist, dass man sagt, okay, Leute von 16 bis, ich sag jetzt mal, 40 sind Furry geeignet und danach nicht mehr. Nee, ich glaube eher, die beziehen sich dann auf ihren eigenen Kreis. Also zum Beispiel, wie bei mir ist es jetzt auch so, in der Furry-Richtung beziehe ich mich nur auf höchstens 10 Leute, die ich auch wirklich mal treffe, sehe und auch mit quatsche. Und ich muss jetzt nicht einen riesen Freundeskreis oder sonstiges haben, so wie früher, wo ich gedacht habe, oh, den kennst du, da muss ich hin. Da bist du wahnsinnig dabei. Und irgendwann hast du deinen festen Freundeskreis irgendwo gefunden und dann hängst du halt nur mit denen ab und dann ist gut. Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber es ist ja auch wiederum der Punkt, aus welchem Aspekt man ins Fandom gekommen ist. Wenn man sagt, so aus freien Stücken, ja, ich bin jetzt Furry, ich finde das Fandom saugeil, ich finde die Bilder toll, die da machen und sowas und ich will auch so einen Charakter haben, dann geht man halt auf den Weg rein. Manche gehen aber auch über den beruflichen Weg rein, weil sie vielleicht per Zufall ein Profilbild haben, das halt aussieht wie ein Furry oder halt ein Logo von irgendeiner Firma haben, das aussieht wie ein Furry. Ich sag nur sowas wie Schwäbisch Hall oder sowas, dass man dann halt glaubt, ja gut, Furry vielleicht, ne? Das wäre voll lustig, wenn bei Schwäbisch Hall nur Furries arbeiten. Das wäre echt auch nice. Auch wenn ich es leicht zu bezweifeln wage. Aber cool wäre es trotzdem. Auf wie sieht das denn aus, Grimmin? Was? Na, Furry bis zum Schluss oder bist du gar nicht richtig? Wag jetzt bloß nicht zu sagen, ich bin gar kein Furry, dann hau ich dich. Ich äußere mich dazu. Ich bin hier unter Gewalt. Ich bin unter Gewalt dazu gezwungen worden, freiwillig. Diese sehr schöne Kurve gekriegt. Ja, so, wie hast du einen Sona? Oh. Leb damit! Hey, im Live-Chat ist übrigens die generelle Meinung auch eher so, bis zum Ende Furry zu sein. Und das ist ja nicht wie mit einem Hobby, dass man das mal macht und mal nicht. Das ist ja auch wirklich ein Interessensding. Denke ich auch übrigens so, vor dem Furry-Fandom war bei mir das Otaku-Dasein, also quasi da, meine Begeisterung für Anime, Manga und alles dazwischen. Die ist bis heute noch da. Ich glaube, die wird auch noch da sein, wenn ich mit 90 durchs Altersheim rocke. Also, auf deinem motorisierten Rollstuhl. Ne? Ja, wenn die Rennen mit Claudia machen. Mäh. Genau. Oh, ja, viel Zeit ist ja nicht mehr, ne? Oh, Alter, warum laden wir so mal Leute ein, die gemein zu mir sind? Okay, aber das ist, wenn wir schon dabei sind. Ich finde leider, glaube ich, das Bild dazu nicht mehr, aber es gibt echt ein Bild, das da nochmal richtig schön zeigt, dass man weder zu alt noch zu krank dazu sein kann, ein Furry zu sein. Da siehst du nämlich einen Kerl im Fursuit im Rollstuhl sitzen, ne? Man ist nie zu krank, um seinen Traum zu verwirklichen als Untertitel. Dann kann man im Furry-Fandom auch völlig falsch verstehen. Da gibt's schon so ein paar kranke Vögel. Ey, aber das ist schon mal ein schönes Beispiel, dass du selbst, wenn du wirklich querschnittsgelähmt bist oder halt multiple Sklerose hast oder sowas, dass du selbst im Rollstuhl, also dann halt an Rollstuhl gebunden bist, trotzdem Fursuit trägst, ne? Das ist. Ja, ne? Das ist schon also, man muss es ja auch nicht unbedingt im Fursuit-Bereich ausleben oder sonstiges, das kannst du ja auch in jeglicher anderer Hinsicht. Also, ich habe schon einige, ich sag jetzt mal, diese in Anführungsstrichen betitelten Grey Muzzles kennengelernt. Und da sind schon echt coole Typen manchmal dabei, wo ich dann denke so, Alter, was du alles miterlebt haben musst, dann ist es der Wahnsinn und du bist so trotzdem noch hier geblieben. Beim Zweiten Weltkrieg, ja, das ist auch echt krass gewesen, du. Da gab's das gar nicht. Wenn du dich dann mit denen unterhältst, von wegen die Anfänge von Fur Affinity, wo die dann sagen, ja gut, denn so ein Bild hat dann schon erstmal so mindestens eine Stunde dann geladen, bis es dann fertig war. Ja. Und dann musstest du ein neues Guthaben fürs Modem kaufen, ne? Ja, genau. Und dann darfst du nicht funktionieren. Jetzt stell dir mal vor, das Furry-Fandom, bevor das Internet existierte. Ja, das ist ja das große Problem. Damals gab es ja generell kaum ein Fandom, weil eben die Leute sich so schlecht darüber kontaktieren konnten. Ja, genau. Hallo. Wenn du eine ausgefallene Sachen gemocht hast, dann bist du gesteinigt worden oder verbrannt oder solche Sachen. Er ist ein Hexer. Er trinkt erstmal übertreiben. Scheiße mit ihm. Ich kann mir jetzt an keine Verbrennung mehr erinnern. Ja, nee, kann ja sein. Wenn ihr auch Feuer und Flamme fürs Furry-Fandom seid, dann zeigt uns das auch gerne im Live-Chat und schreibt ruhig mal eure Meinung rein. Wie sieht das bei euch aus? Könnt ihr euch das vorstellen, im Altersheim dann noch mit den Zimmerkollegen darüber zu diskutieren, wer den besseren Fursuit mal hatte? Ach ja. Schön. Oder noch hat.
Oder noch hat, ne? Wobei, das ist ja so ein Rentner-Ding, dass sie dann immer ansagen, damals, wir hatten ja gar nichts. Unsere Fürstwitz waren nur von Moher Bär. Ja, ist klar. Nein, aber man stellt, oder ich stelle mir das vor, weißt du, du sitzt im Altersheim, setzt dich dahin, fängst dann an zu zeichnen mit deinem Sketchbook oder sonst irgendwas, mit, weißt du, mit Parkinson, so versuchst du also gerade eine Linie noch hinzukriegen. Und dann kommt einer an und sagt, ja, guck mal, Mädels, ich verkaufe gerade mein Yocha hier für 5.000 Euro. Denn so etwas, beziehungsweise nicht für Euro, sondern für Dollar, hat und es Miles DF. Ja, hat es Miles DF jetzt gerade getan. Und zwar, Miles DF, für alle, die es nicht kennen, ist ein sehr, sehr bekannter Furry-Zeichner, auch auf Furry-Affinity zu finden. Und hat schon früher sehr, sehr hohe Preise genommen für seine Bilder. Qualitativ sehr professionell, muss man dabei lassen. Also schon geile Sachen, aber ist schon anfangs sehr, sehr teuer gewesen. Jetzt hat er natürlich ein Bild rausgehauen, was für eine einzige Pose, für eine Person, ohne wirklich Details oder sonst irgendwas, verlangt er $5,000. Und das war ein riesen Shitstorm in den letzten Wochen bei Twitter und bei Fur Affinity. Was haltet ihr davon, für ein Yurcha-Hier-Bild, zwar qualitativ hochwertig, aber 5.000 Euro auszugeben? Oder Dollar? Ja, das ist schon so eine Sache, ne? Dumm. Ich stelle mir dann bei solchen Summen immer die Frage, kann ich darauf zur Arbeit fahren? Und nein, das kann ich in dem Fall nicht. Das stimmt. Aber wirklich, so ein Preis ist schon übertrieben hoch. Ja, aber anscheinend bezahlen es ja die Leute. Ja, aber zum Glück hoffen wir es mal nicht sofort in einem Rucks. Also da steht ja Payment Plans und sowas. PayPal. Ja, PayPal, aber ich habe Payment Plans über PayPal, dass du es halt in Raten abzahlen kannst. Ja, tu da auch einen Einjahresplan vorschlagen zum Abzahlen dieses Bildes. Aber es gibt halt kaum Hintergrund oder gar keinen Hintergrund bis jetzt zu sehen. Es ist einfach nur eine Frontalpose von etwas. Es ist nicht mal sehr aufwendig, keine besonderen Gimmicks im Hintergrund zu sehen oder sonstiges, was man mit reinfügen kann. Für 5.000 Euro, finde ich, sollte das bitte auf Goldpapier gedruckt sein. Wahrscheinlich ist das rot aus Babyrobbenblut. Ja. So irgend sowas bitte, weil es muss doch irgendwie gerechtfertigt werden, der Preis. Und wenn man schon solche Preise veranschlagt, dann wäre ich ja wenigstens dafür, dass man sich eine Story aus den Fingern saugt, was im Furry Fandom ja auch nicht unüblich ist. Sowas von wegen, meine Oma ist so krank oder die Tierarztrechnung ist so hoch und dass es irgendwie gerechtfertigt wird. Aber einfach halt kackendreist zu sagen, yo, 5.000, ihr könnt dann auch innerhalb von einem Jahr zahlen, ist so auch kein Ding. Was zur Hölle? Wie arrogant. Nee, du musst nur den dumm finden, der aufgestanden ist. Ja, ich würde das nicht als arrogant sehen. Ich würde das eher aus einem anderen Blickwinkel betrachten, einfach sagen, ganz schön clever. Weil im Endeffekt muss man ja bedenken, gehört, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, Miles DF zu einem der berühmtesten und bekanntesten, auch beliebtesten Artists. Ich kenne ihn nicht. Echt? Ich ja, ich habe ihn bis jetzt auch noch nicht gekannt. Ist schon einer der bekanntesten mittlerweile. Also nicht nur durch seine Bilder, sondern auch durch seine Preise eigentlich. So, sind die alle so hoch oder was? Ja, die, also ja. Grundsätzlich, also früher war es auch schon mal so, er macht halt gerne die Gruppenbilder und so weiter. Und da hat er ein Bild, wo jetzt, ich sage jetzt mal im Hintergrund, 2 Zentimeter groß die Figur zu sehen ist oder deine Figur zu sehen ist. Und da bezahlst du schon $150 für. Oder nur ein Poster, wo nur ein Kopf genau, zu sehen ist. Genau, oder nur ein Poster, wo du drauf bist. Das gab es ja auch schon da so, der macht immer. Also man sagt, explizite Bilder soll heißen FSK 18 Content. Rudel, sagt man da auch dazu. Rudelkuscheln. Genau, Rudelkuscheln. Und im Hintergrund ist ein Poster ganz weit im Hintergrund, wo du so in Daumennagelgröße ein Gesicht siehst. Und dafür kannst du schon mal $70 zahlen. Ja, aber ist es dann nicht, ist der Künstler nicht irgendwie ein Trend, so dass man sagt, ja, von dem Bild zu haben, dann ist man innen so gesehen oder irgendwie. Ja, das ist halt der Punkt, genau, das ist halt der Fall. Der Typ heißt aber Picasso. Ja, das meine ich eben wie bei so einem richtigen Künstler, also bei den, wofür man heute Millionen zahlt. Es ist der Name. Halt ins, ja, ich sagen, ich habe einen echten Miles DF. Ist halt so, keine Ahnung, das ist halt die virtuelle Penisverlängerung. Finde ich halt auch aber mich würde es halt mal interessieren, was würdet ihr, ich sage jetzt mal, im Durchschnitt war es ja so, dass für einen Hauptcharakter, dass man so um die $400 bis $500 bezahlt. Wenn ihr jetzt, sag jetzt mal, ihr habt bestimmt irgendwo einen Lieblingszeichner oder Lieblingszeichnerin und so weiter, würdet ihr für sowas überhaupt Geld ausgeben? Also so viel?
Wenn es keinen Grund hat, wie gesagt, wenn es einen Grund hätte, würde ich es sogar unterstützen. Und das ist ja das Schöne am Furry Fandom. Die Leute kommen zusammen und unterstützen und machen sowas und kaufen sowas tatsächlich auch. Euro. Aber das ist einfach absurd, wenn es keinen Grund dafür gibt. Und er kann mir jetzt nicht sagen, das wäre notwendig, weil er sonst nicht über die Runden kommt. Dann malt er halt mal ein paar Bilder mehr. Es ist ja nicht so, als ob er an dem einen Bild jetzt drei Jahre sitzt. Dann sinkt aber der Preis. Also beim besten Willen. Ich finde auch total lustig, wenn man sich Kommentare unter dem Bild ansieht. Da hat auch schon jemand geschrieben, ob YCH für Yorker hier steht. Meinst du nicht YCH? Ja, wie Bravura sagen würde, YCH, ja. Grüße an Bravura übrigens an der Stelle. Gute Besserung. Gute Preise. Nein. Ich möchte ja diesen Teppich nicht kaufen. Bis jetzt sehe ich bitte tatsächlich kein Gebot unter. Nee, ich auch nicht. Du bist geschlossen. Also ich glaub, aber ist ja closed da, ja? Ja, geschlossen. Ich glaube auch, niemand würde da wirklich was dazu geben, weil es war halt sehr groß. Also nicht nur bei Twitter, bei Fur Affinity, sondern auch bestimmte YouTuber haben dann ja auch darüber berichtet gehabt, wie man sowas überhaupt anbringen kann für einen Preis. Und also für Promotion ist das schon irgendwie genial. Ja, kann klar, das auf jeden Fall. Der ist in aller Munde jetzt. Im Fürfall oh, nice. Oh, Claudi. Schlecht ausgedrückt, ja. Ja, richtig, dann schlecht ausgedrückt. Patreon Spenden sammeln, ne? Aber zumindest die im Chat sind auch recht entsetzt, wenn man sich Anthony und Megabyte anschaut. Anthony schreibt ja auch, ich gebe mir gerne Geld für einen Künstler aus, da die auch davon leben, beziehungsweise fair bezahlt werden sollen. Aber 5K ist echt zu viel. Ja. Für 5K kannst du dir 500 Chinesen holen. Du kannst dir einen kompletten Fursuit kaufen. Einen Fullsuit kannst du dir locker schon mit 5.000 holen. Aber damit kannst du auch nicht auf die Arbeit fahren. Ja, nee, oder 500 Chinesen einstellen, die dir ganz viele Bilder malen. Ja, gut, du kannst halt auch viermal einfach bei alligator.de dir einen Fake-Fursuit kaufen. Das geht auch. Definitiv nicht. Aber es müssen halt irgendwelche Hardcore-Furries sein, die dann sagen, oh mein Gott, das muss ich haben. Also wenn es jetzt echt jemand gekauft hat, dann, also ich würde mich da auch für schämen, weil gerade das jetzt so eine Welle gemacht hat, das kannst du ja nicht mal jemandem zeigen. Die Leute zeigen mit dem Finger auf dich und sagen, Idiot. Ja, dann hättest du auch spenden können, dein Geld. Hättest du was Gutes getan. Die hat einfach nur verschrieben. Ja. Das ist eine Null zu viel. Ja. Ich meine, es ist ja jetzt nicht so, als ob man dieses Bild explizit jetzt, dieses Your-Character hier, sich ausdruckt und über den Kamin aufhängt, zusammen unter die ganzen Pulitzer-Preise, die man hat oder sowas. Ich meine... Ich verstehe es nicht. Wie groß ist denn das Bild? Das, keine Ahnung, ich glaube, das macht er sehr hochauflösend. Das kannst du schon sehr groß ausdrucken, ja. Ich muss es ausdrucken. Ich würde es ja verstehen, wenn es nur die digitale Version mit Öl gemalt ist. Ja, du kriegst nur die digitale Version. Also ausdrucken darfst du das nicht. Also laut Terms of Service darfst du halt nichts davon ausdrucken oder weiterverkaufen oder sonst irgendwas in die Art und Weise. Auch nicht für dich als Privatzwecke oder sonstiges. Darfst du gar nicht. Also es ist halt nur diese digitale Detail oder digitale Datei, die du kriegst. Also es heißt einfach nur eine Datei von 5.000 Euro. Würde ich mir trotzdem ausdrucken, wer will es nachweisen. Und dann stell dir vor, dein Rechner krepelt ab. Ja, genau, dann löscht auch aus Versehen deine Platte. So gut. Und er so, ich habe keine Kopie mehr. Ja, ich hab's gelöscht, ja. Tut mir leid. Einfach nochmal 5.000 Euro. Du kannst dir gerne noch die runterskalierte Version von Affinity holen. So. Kannst ja nochmal kaufen. Ja. Oder hier, Your Character hier zum Selbstausmalen. Mal nach Zahlen. Also wenn noch mal einer zu mir sagt, meine Preise sind zu hoch, Leute. Wollte ich auch gerade sagen, ja? Also bitte. Dann gibt's oder meine Preise. Das wissen. Oder meine also Preise. Mein, ich bin auch Künstler und ist echt billig. Boah, Fotze. Es also gibt so ein besseres Wort, das nennt sich günstig. Hört so sich positiver an als billig. Ich muss sagen, also gerade was Preise angeht, ich verstehe Künstler, die davon leben wollen. Also ich kenne ja auch ein paar, die wirklich versucht haben. In Deutschland ist es natürlich sehr, sehr schwer. In anderen Ländern ist es einfacher, davon zu leben. Aber in Deutschland ist halt echt die Steuer richtig scheiße zu dir. Oh ja. Und da verstehe ich auch, wenn Leute die Preise so hoch ansetzen, was ich aber nicht verstehe. Ja, aber selbst wir Deutschen haben noch nicht mal so einen Preis. Selbst Tani da Real ist noch nicht mal so teuer. Aber selbst wenn jemand davon lebt, wie gesagt, finde ich das nicht gerechtfertigt, das in so einem große Masse zu machen. Also selbst wenn du jetzt 5.000 im einen Monat einnimmst, ganz ehrlich, da hast du nicht nur dich, deine Familie und dein siebenstöckiges Haus durchgebracht, sondern auch noch die von dem Nachbarn. Also, da wohnst du aber sehr billig. Also beim besten, ja, bei denen ist es ja nochmal was anderes mit den Preisen als bei uns. Du darfst nicht vergessen, das sind US-Dollar, das sind nicht
Deutsche Mark wollte ich jetzt gerade sagen. Okay, ja. sind zumindest unter 5000 Euro. Das rechnen wir auch schon, viele Dollar weniger wert ist. Wenn man ja, genau, nimmt, wie viele Döner kann man sich davon kaufen? Heilige wenn man nimmt, ein Döner kostet 5 Dollar, dann sind es 1000 Döner. Und? Ja, das könntest also du so bezahlen viele Menschen 4 Euro für einen Döner. Also von daher, ich weiß auch nicht, ich tue mal meine Preise nur anheben, um Leute abzuschrecken, weil ich nicht will, dass sie das bestellen. Aber es funktioniert irgendwie so rum nicht. Ich weiß schon, dass du live auf Sendung bist, ne? Ja, aber das für mich mal sowieso keiner. Ja, wenn deine Warteliste so voll ist. Kannst du es nicht einfach auch klausen? Also so gesehen, die verschiedenen, also wenn du sagst zum Beispiel Refsheets möchte ich nicht mehr machen, kannst du das doch einfach sagen, oder? Ich kann immer nicht Nein sagen. Kommen Leute und erzählen mir ihre traurige Backstory und dann so, nee, ich kann mir keinen Refsheet, ich wünsche mir so sehr einen Refsheet und der Refsheet hat mir gerade gesagt, nee, du brauchst einen Refsheet. Und ich so, oh, das ist so gemein zu mir. Ja, aber du machst es nicht mehr, also hast du Pech gehabt. Und ich so, yo. Okay, mach ich. Ja, scheiße. Ah, drauf geschissen. Aber nee, das macht man nicht. Drauf scheißen? Ja. Für 5000 Dollar? Warum also, nicht? Ganz ehrlich, da würde ich sogar umrühren mit einem kleinen Finger. Mit so einer eigenen Note. Es trifft nicht so. Sind wir Musik. Bei dem Thema, was machen wir alles für viel Geld? Schreibt doch mal in den Live-Chat, was ihr für 5000 Euro machen würdet. Und wenn ihr eine Musik-Commission haben wollt, könnt ihr euch bei mir melden, unter meiner Seite. Woo! Kostet nicht mal 5000 Euro. Nein. Sondern nur 4999. Ken hat seine Spezialangebote und ihr werdet entzückt sein. So, und jetzt gibt's erstmal Savas und Sido mit Jedes Wort ist Gold wert. Savas. Wie die Faust. Savas. Passt wie die Faust aufs Auge und danach kommt Saltatio Mortis mit Satans Fall und oder Fall oder I don't know. So, und dann sind wir wieder für euch da. Also bleibt dran. Bis gleich. Das war gerade Saltatio Mortis mit Satansfall und das hatte sich Anthony gewünscht und mit einem netten Gruß an seine Freundin, die auch gerade zuhört. Ja, hiermit übermittelt. Haben wir gut gemacht. Check. Und ich möchte mich an der Stelle auch gleich bedanken beim lieben Muffy. Der hat uns nämlich was gespendet. Das könnt ihr übrigens auch machen, wenn ihr Lust habt, denn unser Radio ist leider nun mal ein sehr kostenfressendes Monster. Dass wir immer noch aus eigener Tasche bezahlen. Und da sind wir über jede Spende total dankbar. Man kann uns unterstützen über Ko-fi, indem ihr uns einfach so einen kleinen Kaffee kauft. Oder ihr könnt uns einfach eine PayPal-Spende in eurem Sinne dalassen, was ihr spenden möchtet. Oder ihr werdet einer unserer monatlichen Unterstützer und über Podbeans. Das geht auch. Wie ihr das alles macht und wo ihr da rankommt, das findet ihr alles bei Unterstützt uns auf unserer Website oben im Reiter. Und da habt ihr auch die Übersicht, wie und wo man auch Extras bekommt fürs Unterstützen. Und einer, der uns schon sehr lange unterstützt und deswegen auch heute dabei ist, hat sich quasi reingekauft. Ist der liebe Reifen übrigens. Ach so ist das, okay. Möchtest du mal deine Eindrücke davon mitteilen, wie toll es ist, uns zu unterstützen? Warte, ich muss ablesen. Ja, also das ist wirklich ganz toll. Man hat dadurch sehr viele Vorteile. Ja, siehst du? Hätte ich doch nicht mit Doppel-E schreiben sollen. Egal. Ja, zum Glück hat er das nicht in Klammern gelesen. Ja, lächeln. Ja. Immer nett lächeln. Mit der Hand so herum. Ins Mikrofon lächeln. Lächeln und winken, ne? Genau, ins Mikrofon. Ja, also wenn ihr da Bock drauf habt, dann könnt ihr das immer noch machen. Und darauf erstmal eine Kirsche, finde ich ganz gut. Ich habe nämlich heute überhaupt nichts, was ich essen kann. Was doch Kreml. Haben wir nicht noch Weinbrand? Nein, die haben sich ausgeweinbrandet. Die hast du ausgebrannt? Haben wir noch was Besseres da? Gib mir ein Lolli. Ich meine, Moment, ich muss mal kurz aufstehen. Das ist immer wieder im Furry-Kontext kann man das falsch verstehen. Ah, ist nicht das, was ihr denkt, aber ich habe momentan wieder so eine richtige Krasse. Ich mach's Zitrone? Na gut. Okay, ich habe noch andere hier. Ich würde Orange bevorzugen. Ich habe eine richtig krasse Obsession wieder entwickelt für Lollis. Ich habe Cranberries. Was daran liegt, dass ich eine große Tüte entdeckt habe, die wir noch hatten. Ja, Orange. Danke schön. Ich liebe das. Ja, bist du aber mit deiner Affinität. Deine Affinität ist aber leider nicht alleine hier, wa? Ja, darauf erstmal ein Lolli. Es ist immer noch besser als Rauchen, ja? Also, ich hätte auch eine Gurke geben können. Wenn oder ein Stückchen Paprika, isst du doch so gerne. Ja, wenn du jetzt gemein bist, drückst du ihr beim nächsten Mal einfach einen Kugelschreiber in die Hand. Ne? Dann siehst du wenigstens, dass du dran
genug. Nee, ich würde Claudi, glaube ich, gar nicht einen Kugelschreiber in die Hand drücken. Nicht, wenn sie eventuell Aggression oder sowas hat. Dann kriegst du so einen Luftröhrenschnitt da drüber auf einmal oder so. What? Geht das mit euch? Kugelschreiber, dann malst du den halben Picasso. Was? Nein, ich... Mann, ich... Mach jetzt deinen Lolli auf und steck in den Mund. Jeder oder nur zu mir? Nur zu dir. Wieder schon, ich pack jetzt meinen Lolli aus, Moment, was? Ich packe meinen Koffer. Das klingt wie ich, so. Das Spiel. So, und bevor ich jetzt meinen Lolli in den Mund nehme und man mich den Rest des Abends nicht mehr versteht, halt die Klappe da hinten. Das ist schlimm. Okay, wollte ich eigentlich noch ein Spiel mit euch spielen? Spiel, den Koffer. Ja. Und zwar ist mir was aufgefallen, weil ich jetzt vor kurzem auf ein bisschen genetflixt habe, habe ich mir den Film Isn't It Romantic angeguckt. An sich, der Film ist meh, ist, also mein Ding ist es nicht. Ach hier, den Film von gestern. Ja, der Film von gestern, der genau von der. mir ist aber aufgefallen, dass da einer drin vorgekommen ist, bei dem ich die ganze Zeit gedacht habe, der sieht ja aus wie Thor. Also aus den Marvel-Filmen, der Thor. Okay. Und am Ende, als die Schauspieler durchgelaufen sind, habe ich tatsächlich gesehen, dass er auch Hemsworth mit Nachnamen heißt. Das ist nämlich der Bruder von Chris Hemsworth, das ist Liam Hemsworth gewesen. Und da ist mir erstmal aufgefallen, wie viele Geschwister im Showbusiness, also jetzt speziell als Schauspieler, sich unglaublich ähnlich sehen. Ich werde mal gleich ein Bild reinhauen, dann könnt ihr euch davon selbst überzeugen. Oh nein. Im Live-Chat. Liam und Chris Hemsworth sehen echt krass gleich aus. Okay, also ja, jetzt weiß ich, was du meinst. Da ist nur die Statur ein bisschen anders. Der eine ist ein bisschen schmächtiger, also der Liam ist ein bisschen schmächtiger als Thor. Aber die sind keine Zwillinge, oder? Das sind keine Zwillinge, nein. Nee, das ist sogar krass. Dazwischen. 7 Jahre Unterschied. Okay. Ja. Ich sehe noch nicht Chris ist der Ältere, Liam ist der Jüngere. Und das Spielchen kann man noch weiterspielen. Wer zum Beispiel die Franco-Brüder kennt, James Franco und Dave Franco. Also James Franco bekannt aus so Filmen wie Der Zauberer von Oz, gerade glaube ich gemacht. Ja, oder auch dieses 27 Days oder 27 Hours, wo er da in der... sich den Arm abschneiden muss, um zu entkommen aus dieser Feldspalte. Genau. Ja, genau. Oder Spider-Man auch, als... Und, ja, genau, Spider-Man, da habe ich ihn kennengelernt damals als den Sohn von Norman Osborn. Harry. Ja, genau, Harry Osborn. Und sein Bruder, der Dave, Spake. Der ist mir das erste Mal aufgefallen, also vielen dürfte dann bekannt sein aus der Serie Scrubs, da war er immer so ein Schönling. Und der hat das gleiche Lächeln, genau exakt das gleiche Lächeln wie auch sein Bruder und auch die gleiche Art, sich so ein bisschen... Also, wenn die halt lächeln, das sieht identisch aus. Und mir ist auch aufgefallen bei den Filmen von Die Unfassbaren, Now You See Me, da hat er einen Zauberer gespielt. Ich poste mal von denen ein Bild rein. Da könnt ihr mal gucken. Also, das ist krass, wenn die lächeln. Also, die Augenpartie und das Lächeln. Ja, gut, das Grinsen, das ist schon ähnlich. Aber der Rest ist halt so, ja, naja. Also, mir ist da, wenn du die Schauspieler siehst, sehen die sich verdammt ähnlich, weil die halt auch beim Lächeln den Mund so extrem weit aufkriegen irgendwie. So Breitmaulfrosch. Also, normale Menschen können das ja nicht so sehr. Dann ist mir noch aufgefallen, wenn wir schon dabei sind, bei Leuten, die sich ähnlich sehen, kennt ihr die Baldwin-Brüder? Und zwar Billy Alec Steven, Baldwin und Alec und Daniel Baldwin. Ja. Und die sehen ja alle aus, als wären sie irgendwie aus so einer Genmanipulationsfabrik entkommen. Die habe ich jetzt auch mal in den Live-Chat gepostet. Die sehen auch alle sich, also es sind nicht identisch alle miteinander, aber sehr ähnlich. Die haben alle Merkmale, die der Bruder hat. Die kann man nicht verleugnen, dass sie irgendwie Familie sind. Ja, definitiv. Copy-paste. Was ich noch sehr, sehr spannend fand, ist, sind zwar keine Geschwister, aber es ist Vater und Sohn, nämlich Martin und Charlie Sheen. Auch die haue ich euch gleich mal in den Live-Chat rein. Man muss dazu sagen, die sehen sich jetzt nicht mehr so ähnlich, aber ich hatte irgendwo ein Bild vom jungen Martin Sheen, also von dem Vater von Charlie Sheen. Und dann könnt ihr mal vergleichen, wie ihr findet, wie der inzwischen aussieht. Aber das muss ich auch sagen, mein Vater zum Beispiel sah damals genauso aus, wie jetzt mein Bruder aussieht. Also das ist unfassbar. Also zu der Zeit, wo der bei der Royal Air Force angefangen hatte, du hättest die Fotos nebeneinander stellen können, die sehen sich sowas von ähnlich. Was auch interessant ist, ich habe leider kein Bild davon, ist Tom Hanks und Jim Hanks. Sind auch Geschwister. Jim ist, glaube ich, der Jüngere, ne? Man sieht auch, ich habe leider kein Bild davon, aber die sehen sich trotzdem schon relativ ähnlich, aber das, was sie am meisten ausmacht, ist, die klingen gleich. Die haben komplett die identische Stimme.
Weil es ist auch zum Beispiel so, bei Toy Story ist euch das zum Beispiel wahrscheinlich auch noch gar nicht aufgefallen, dass in einer Szene gar nicht mehr Tom Hanks, also im englischen Original wird ja, glaube ich, Woody von Tom Hanks gesprochen, ne? Und in einer Szene spricht er den gar nicht, sondern das macht dann sein Bruder. Also, das und ist zumindest praktisch, ist wenn einer krank ist oder so, kann der andere übernehmen. Genau, richtig. Und zum Beispiel auch jetzt in dem Kingdom Hearts Teil war es auch so gewesen, dass, weil die halt sich nicht Tom Hanks fürs Synchronstudio leisten konnten, haben sie halt seinen Bruder genommen. Der ist aber auch nicht in der Filmszene groß tätig, sondern ist mehr, ja, die Sprechrolle für seinen Bruder. Sowas in der Richtung ist ja auch vorgekommen, nachdem der Paul Walker gestorben war, der bei The Fast and the Furious die Hauptrolle mitgespielt hat. Da hat ja auch einer seiner Brüder übernommen, der von der Statur ähnlich war. Die Brüder von Paul Walker sehen ihm jetzt nicht so krass ähnlich. Auch da hau ich euch gleich mal ein Bild in den Live-Chat. Aber man sieht schon, dass, also auch wieder die Augen und das Lächeln, finde ich, ist so. Zumindest die Augen sind so direkt bei allen identisch. Definitiv. Ist der Hammer, wie ähnlich die sich sind. Das ist aber jetzt, also jetzt habe ich ein paar Bilder gefunden. Bei Jim Hanks und Tom Hanks ist aber genau das gleiche. Gleiche Augenpartie, weißt du, dieses runterhängenden Wimpern, ne? Quatsch. Ich finde das Augenbrauen. Hey, bei dir hängen die Wimpern so runter. Ja, also, weißt du, diese ganz, ganz, ganz. Augenlider? Ja, genau, nein. An sich die Augenpartie komplett identisch. Ich habe jetzt hier mal ein Bild, warte mal. Das jetzt mal raus, muss ich das speichern. Aber das finde ich halt total spannend, sowas. Gerade wenn du einen Film guckst und du kennst den Schauspieler noch nicht, du denkst dir aber, der sieht aber aus wie jemand, den ich kenne, und dann findest du raus, aha, Familie. Das stimmt, cool. Ja. Also gerade jetzt in dem Isn't It Romantic, da habe ich die ganze Zeit gedacht, Alter, sieht aus wie Thor, nur in schmächtig. In jung. Nee, in muskellos. Normal. Ja, einmal sexy, einmal unsexy. Er ist halt übelst groß, hat auch Bauchmuskeln, aber hat halt gar keine Armmuskeln. Und das ist ja so ein Ding, was den Chris Hemsworth total ausmacht, seine Armmuskeln. Da. Links Jim Hanks, rechts Tom Hanks. Oh, krass. Sieht immer aus, als ob die sich nicht richtig freuen können, finde ich. So, da muss ich nicht freuen. Dieses angewiderte ich lache jetzt mal. Das ist halt ein echt wirklich verblüffendes Beispiel. Der eine hat Haare, der andere hat keine Haare, aber trotzdem. Ja gut, der eine hat sich nur einfach rasiert und der andere nicht. Also für die Leute, die es jetzt leider nur hören können, wirklich googelt's mal. Gerade Liam Hemsworth, Chris Hemsworth und auch die, ich weiß, wie heißt der jetzt, den du gerade gepostet hast? Jim Hanks, Tom Hanks. Genau, Tom Hanks und Jim Hanks. Das ist wirklich sehr interessant, sich da mal die Familienbilder anzusehen. Das ist krass. Nicht interessant. Ich meine, wenn jetzt der Jim sich ebenfalls so eine Frisur wie Tom Hanks wachsen lassen würde und dann halt... Glaube nicht, dass der sich entschieden hat, er trägt jetzt heute mal Glatze. Der hat eigentlich auch volles Haar. Kane, wer von sich das? Eindeutig. Hat Bravura bestimmt auch. Kane, wer von den Zweien ist ein älter? Ich glaube, der Tom Hanks. Jim Hanks ist ein bisschen da aus. Vielleicht ist das Tom Hanks mit einem anderen Foto. Einfach nur verarschen. Nee, das ist Jim Hanks. Das ist schon richtig. Dein Humor ist halt heute nicht so. Mein Humor ist lustig. Ich darf noch nicht reden. Ob sich unsere Claudis auch ähnlich sehen? Nein! Definitiv nein! Absolut nicht. Sicher? Doch. Nein. Was? Nein? Nein! Nein? Woher willst du das denn wissen? Du hast uns noch nie gesehen. Doch. Nein. Doch. Nein. Warte, willst du uns aber gerade stecken, dass du irgendwo Kameras installierst? Nein. Und uns nein, Galax, reite dich nicht in die Scheiße. Ich rette dir gerade einen Arsch, indem ich extrem wegrenne. Nein. Rennst du weg? Extrem weg? Ja. Komm doch zurück. Nein. Dann wird's auch tun. Ich kann nicht rennen. Okay, der ganze Abend besteht nur daraus, dass Gremlin Nein sagt. Aber es war tatsächlich mein erster Gedanke, bevor ich überhaupt zum Team gekommen bin. Nein, Galax. Reite dich nicht in die Scheiße. Ja, nein. Ich sag nichts mehr. Gut. Oh Gott, es tut mir leid. Mir fällt's gerade auf. Jim Hanks ist auch bei Scrubs. Okay, nein. Okay. Ja, lustig. Okay. Ja, weil wir vorhin das mit Scrubs hatten. Ja. Ich hab dich daher kennengelernt. Kann ja auch sein. Nein. Warum nicht? Du hast heute hier da zu sitzen und zu lächeln. Aber es ist schön Musik gewünscht. Na gut, okay, wir spielen erstmal. Ein Song. Wir spielen einen Song und zwar Take Me Home Country Roads. Der ist auch ein Wunsch und den spielen wir jetzt gleich. Danach sind wir wieder für euch da und ich verprügel so lange den René. Bis yeah! Jo, da sind wir wieder zurück hier auf FM. Und eben hat sich jemand den Song von IAS Replay gewünscht. Und das war.
Kill the Noise. Und der hatte uns noch eine Dedication dazu geschrieben, nämlich echt interessantes Programm. Vielen Dank für das Lob. Und jetzt wird es hoffentlich noch ein bisschen interessanter. Mal gucken, was wir noch zu bieten haben. Vielleicht sieht sich noch jemand aus. Wer weiß. Okay. Nein. Musst du aber deine anderen auch mitteilen. You can leave your head on. Du hast gesagt, jemand zieht sich aus. Ja, du bist auch nicht jemand. Ich kann eine Socke ausziehen. Nein. Zwei Socken? Dann stinkt's. Nein. Nee, dann stinkt's. Das kannst du uns riechen. Nee, natürlich, aber wir können auf jeden Fall mal weitermachen, denn ja, es gibt nämlich so eine Situation, die es bestimmt der ein und andere kennt, und zwar diese tolle Impulskäufe, die wir haben. Das heißt, diese schnellen, ach, ich sehe hier was Tolles und kauf mir die Scheiße. Denn ich bin auch so eine Person, die sehr gerne impulsmäßig einkauft. Und zwar Sachen zum Beispiel für ein Fursuit oder Stifte oder Papier oder keine Ahnung. Irgendwas, was ich gerade so gesehen habe, was ich unbedingt brauche. Seid ihr auch so Impulskäufer oder gar nicht? Niemals. Nein. Nein. Hallo, jedes deiner Spiele ist ein Impulskauf. Und dann sogar zwei Tage vor deinem Geburtstag, wo ich sage, bitte, wenn du dir was wünschst, sag es mir. Und du so, ach ja, ich hab's mir gewünscht, hast du auch gleich. Arschloch. Aber bei Spielen, das kenne ich ja. Nur bei Spielen nicht. Ich kenne das auch, aber eher so bei Technik, Schnickschnack. Zum Beispiel Handys, die Bilder drucken können. Was? Ja, sowas ähnliches. War zwar kein Handy, sondern ein mobiler Drucker, aber passt schon. Das ist das gleiche in grün. Das ist ein mobiler Drucker. Was verstehst du unter mobilen Drucker? Es ist ein kleines handyförmiges Gerät, was per Bluetooth Bilder drucken kann. Ah. Und die Farbe ist schon im Papier. Ja, das hat, war richtig gehört. Und das hat einen Akku oder was? Genau. Ah, okay, also doch. Wie funktioniert das denn? Also unter mobilen Drucker habe ich verstanden, unterm Arm kann man es tragen. Der Arm ist hier so ein HP-Drucker, weißt du, mit dann ist mein Drucker auch mobil. Nee, ich meine, erhitzt er dann das Papier, dass dann halt die Farbe hervorkommt oder so? Ja, genau. Es ist dann nicht irgendwie ein bisschen blöd, wenn du an einem heißen Sommertag das Bild in die Sonne hältst und sagst so, boah, das ist aber ein schönes Bild, das ist alles schwarz. Als weggebrannt Brutzel. Muss ich direkt mal im Sommer probieren, keine Ahnung. Das ist sowas, das siehst du auch meistens mit Kassenzetteln so. Wenn der Kassenzettel irgendwo auf, was ich, irgendwie bei dir am Auto oder so, oben auf dem Cockpit liegt, dann lässt du liegen, danach ist er schwarz, du kannst nichts mehr lesen. Na, ich hoffe mal, dass das schon irgendwie eine andere Technik ist. Hoffen wir es mal. Aber das Gute an den Bildern, die sind gleichzeitig auch Aufkleber. Das ist aber dann ähnlich wie so ein Label, right? Was du für ein Zauberdrucker. Tja, Magic. Nee, das ist interessant. Das würde ich auch impulsiv kaufen. Wenn ihr das jetzt so bewundert, dann wird euch Bravura böse sein. Der hat nämlich das gleiche in grün, hat es neulich erzählt und keiner hat es irgendwie interessant gefunden. Was war das Ding? Das und Ding jetzt alle sich so, oh, Ralfi, cool, wow, was hast du denn da? Das habe ich nicht mitbekommen. Das Ding nennt sich HP Sprocket, keine Werbung. Okay. HP Pocket? Habe ich noch nie von gehört. Sprocket. Kannst du es mal vielleicht in Live-Chat posten? Würde mich jetzt mal auch mal interessieren. Ich habe erst so gedacht, das wäre, weißt du, so diesen Adapter vielleicht an dem Handy, dass du dann dieses typische Polaroid-mäßig dann hast. Aber wie bei Gameboy? Gab es nicht mal auch für ein Gameboy? Ja, auch für ein Gameboy gab es ja oben diese Kamera. Oh Gott, war der schlecht mit der Kamera, die so übelst riesige Pixel hatte. Und wir dachten, boah, geil, 16 Pixel, was ein Auflösung. Und du konntest auch so Filter und so weiter benutzen, wo du dann dein Gesicht spiegeln konntest und das ausdrucken und alles. Ich hab mal den Link in den Chat gepostet. Ah, nice. Och, wie süß. Also preisig geht das ja sogar noch. Da drei. Das Problem bei Technik und schon der nächste Impulskauf. Schwierig Impuls kaufen, weil es meistens recht teuer ist. Also klick Adapter, mal, Claudi, klick mal drauf. Ich habe tatsächlich immer diese Impulskäufe nur, wenn ich ja, jetzt bewundern wir alle den Drucker, wir kaufen den nicht. bei mir ist es tatsächlich bei Fellen so. Gekauft. Wenn ich auf der Fellseite bin und ich habe gerade das nötige Geld irgendwie da, dann das. Ja, das kenne ich. Habe ich letzte Woche aber mit Fließstoff gehabt. Anstatt zu warten, dass man vielleicht eine Großbestellung machen kann, nein, oh, günstig, kaufen. Genau, wir sind ja voll die Dealer. Also, wenn es um Stoff geht. Wenn es um Stoffe geht, haben wir überall Teppich rumliegen. Das heißt, genau. Ihr habt bei euch zu Hause irgendwie einen Haufen irgendwie weichen Fell oder. Ja, also wenn Fließ. Bei mir einer den Schrank aufmacht, dann wird er von Fell erschlagen. Oh ja. Ja, das stimmt, das ist mir und passiert. Von der Fellrolle und vom Fellpuzzle und das und jenes. Fellpuzzle. Ah ja. Ja, aber so generell bin ich sonst jemand, der gerade bei Elektrogeräten auf den Black Friday wartet. Und ansonsten, ja, keine Ahnung, wird dieses Jahr Black Friday bestimmt auch eine Switch, nehme ich mal an.
Ja, das dauert aber noch ein bisschen. Vielleicht sogar vorher. Nein, Cody. Ne? Na, das kommt doch, also da ja das für Ende des Jahres erst Pokémon angekündigt ist, brauche ich erst dann eine Switch. Ja, aber Pokémon Go. Bis dann ist sowieso billiger wieder. Du kriegst den Pokémon zu angucken. Nein, ich will kein Pokémon zu angucken, ich will Pokémon zu fangen. Oh. Ja, du kannst ein Plüschtier auch wegwerfen und fangen. Wir haben 2 Kuscheltiere hier und einen Hund, die kannst du fangen. Wenn ich zu Shigo sage, hier. Ich sehe schon, komm, Tickel. Da steht die Shigo und nimmt einfach auf Cloudy wirf. Los, fang! Dein Irrenmärchen. Kennt ihr noch ohne Scheiß den Werbespot ja, von Pokémon? Wo er dem Hund sagt, so Lutz und Donnerschock. Ja, genau, wo dem dieses Pikachu-Ding ein Lätzchen umgebunden hat. Der arme Hund. Was? Der Hund beißt sich dann in den Fuß und putzt sich und dann sagt er, ja, das ist Donnerschock, ne? Und der Junge so, blödes Vieh. Die erinnern mich, als ich einfach Pikachu. Eine Zitrone werfen. Los, Pikachu, Donnerschock. Genau. Aber noch besser als das fand ich ja die erste Werbung, die es von Pokémon gab, nämlich die mit dem Busfahrer. Kennen ja. die noch? Oh ja, definitiv. Wo die also Galax wird es nicht kennen. Nein, ich kenn's nicht. Gestern ich kann mich nicht ausschließen. Kurz da war dann ein Bus gewesen, da sind die Pokémon reingegangen, sind dann auf so einen Trip gefahren und der Busfahrer hatte aber was Böseres im Sinn. Der ist nämlich auf den Hauptplatz gefahren, zu einer Müllpresse und hat dann halt den Bus komprimiert in einen kleinen Gameboy. Ja, alle die Pokémon drin sind. Zerquetscht und rauskommt, ist die blaue Edition und denkst du so, was? Oder die rote. Das heißt, die Pokémon ja, umgebracht und in dein Gameboy, okay. Ja, und dann so schnappst du dir alle. Und vor allem, der hat gesagt, im Deutschen, aber tatsächlich auch nur im Deutschen, so ein bisschen merkwürdige Sachen. Wie zum Beispiel steigt als letztes das Pikachu ein und er so, komm doch rein, mein Kleiner. Und der Pikachu so, Pika Pika, und er so, ja, du mich auch. so richtig hart. Ich will auch mal solche Werbungen sehen. Tja, aus dem Alter bist du raus. Warum machen wir solche Werbungen heute nicht mehr? Finde ich generell ein bisschen brutal. Ich meine, hallo, die ganzen Pokémon sind quetscht. Ich muss aber auch vorstellen, die ganze Werbung an sich aus den 90ern und aus den 80ern war die echt war cool. durch. Die war richtig durch. Alleine schon, wenn man sich darüber nachdenkt, wie das Kind damals gesagt hat, als sie Chips gegessen haben. Knackig! Das war voll knackig! Das war das schmeckt mir. Ja, knackig! Na. Ja, genau, das ist ach, meine ja, Soße ja, da. Galax? Ja? Mach mal einen Live-Chat auf. Ja, genau. Live-Chat habe ich mal gepostet. Die ja, deutsche so Werbung. Ich voll der Pedo-Fahrer. Okay. Na, soll ich dir mal ein echtes Pikachu zeigen? Ja, genau. Also als ich den gesehen habe, dachte ich als allererstes an diesen Eismann aus dem Musikvideo von Skrillex, Bangarang. Sieht fast genau so aus, nur einen größeren Bart. Ja, dieses Lächeln, oh nein. Ja, genau. Ich erinnere mich, als ich klein war, habe ich mir immer ein Snap-A-Deck gewünscht, also dieses Schnee-Pokémon. Schnee-A-Deck. Nee, ja. Das kann ich nicht mehr richtig aussprechen, aber es ist sehr tolles Pokémon. Sehr süßes Pokémon, was zumindest in der 4. Generation. Dann habe ich immer unter mein Bett geschaut am nächsten Morgen, ob schon da ist. Aber es war nie da. Oh. Wer hat dir das denn so rum erklärt? Was? Ja. Muss das Pokémon unter dem Bett suchen? Ich sage, es ist nein. Hä? Also ich kenne ja Monster klein. Unterm Bett oder Zahn unter das Kopfkissen, aber ich kenne nicht Monster unterm Bett. Aber ich habe mir halt vom Schlafen gehen ja, gewünscht, dass am nächsten Morgen Snap-A-Deck da ist. Vielleicht hast du nicht richtig nachgedacht, hast einen Fehler gemacht, hättest aus dem Fenster gucken müssen, da steht dann am Fenster ein riesig großes Rex Blizzard. Ja, das ist die Weiterentwicklung, aber die ist nicht so süß. Ja, genau. Alter. Oder einfach nur ein T-Rex. Und da hätten wir den Beweis dafür, dass Pokémon ganze Generationen zerstört. Nein. Ja, irgendwann habe ich es dann realisiert, dass es wohl nie unter meinem Bett sein wird. Schade. Alter, wer guckt denn, weil die Monster unter dem Bett sind oder was? Ja, weil du es nicht gefüttert hast. Ich habe mir gewünscht, dass es halt auf einmal unter meinem Bett ist irgendwie. Aber wünschst du dir immer, dass Sachen unter deinem Bett auftauchen? Was ist mit dir? Das kann man irgendwie die falsche Richtung weiterführen, ne? Das ist merkwürdig. Ja, halt was sollst du sonst ne? auftauchen? Dann ist ja die Spannung vorbei. Ich stell's mir so vor, hat. Ne? Tag vorher, ich wünsche mir ein neues Mikrofon. Na? Das ist schon mal Bett. Nicht unterm Bett. Mama, ich war klein. Ich war klein. Da wart ihr zwar schon alt, aber ich war oder klein. Oder ein Freund, je nachdem. Wir sind da ja nicht los. Ich wünsch mir einen Partner. Ja, liegt unterm Bett, musst nur aufpusten. Moment, was? Oh, Leute. Also, aber weißt 18, du, 22 Uhr, Kane. Weißt du, woran man merkt, dass man alt ist? Was wenn dir denn? Jemand sagt, als ich noch ganz klein war, da gab's die von der 4. Pokémon-Generation. Ja. Wenn ich sage, als ich ganz klein war, da war's die 1. Generation. Ja, ja. Wir müssen mehr junge Leute. Ja, und wenn ich dann sag, ja,
Ja, früher, da gab's noch keine Pokémons, da gab's nur Digimons, ne? Was? Na, eigentlich sind die gleichzeitig ins deutsche Fernsehen gekommen. Nein, die Digimon kam zuerst, dann kam Pokémon. Also ich hab Digimon eigentlich zuerst Pokémon gesehen. Kacke. Hey! Komm, ich hab tatsächlich nie Digimon angeschaut. Dann kann ich jetzt mal eben kurz Werbung dafür machen. Denn Nein. In ausgewählten Kinos könnt ihr morgen den 6. Teil von der Digimon Adventure try. Ja, in ausgewählten Kinos bei dir. Was? Ich bin morgen da. Woanders wird irgendwo ein Anime-Zeug gezeigt. Nein, doch, bei uns wird das auch gezeigt. Echt? Oh. Okay. Mhm. Das Problem ist, das ist inzwischen der 6. Teil und alle Filmreihen, die nicht mit Marvel beginnen, sind immer so ein bisschen schwierig zu verfolgen, finde ich. Hm. Ja, Mafia hat das viel. Der hat den Teil jetzt gerade gepostet gehabt mit dem Knackig. Knackig? Aber wie dem auch sei, könnt ihr morgen ausgewählten Kinos angucken, den 6. Teil. Wir werden auch da sein. In eurem Kino. Ja. Mega, ja, in jedem einzelnen Kino, wo das gezeigt wird, oder was? Wir haben einen Werbespot uns in jedem Kino davor geschaut. Also ich hatte morgen vorgehabt, einen Kakao zu trinken, auf der Couch zu sitzen. Kakao! Knackig! Ja, ja, du bist ja auch so hart, du trinkst keinen Kakao, sondern du schmilzt ja einfach eine Tafel Schokolade, ne? Was? Was? Du kaust einfach Zacken im Boden. Sag mir bitte nicht, dass du das mal gemacht hast. Nein! Also ich habe schon mal ein Stück Schokolade geschmolzen lassen und so weiter, aber das war vom Schokoladenladen. Schmilzen lassen. Alles muss man selber machen. Das habe ich auch gelernt. Was wolltest du sagen, Gremlin? Ich wollte sagen, lieber Kane, Pokémon ist von 96, Digimon von 99. Jetzt aber dann müsste ich ja Digimon eigentlich eher kennen. Laut Internet. Aber wisst ihr was? Ihr seid voll toll. Und das kommt nicht von mir, das kommt von einem unserer Zuhörer, nämlich von Sachin Komamura. Warum habt ihr alle so komplizierte Namen? Sachin. Hat sich einen Song gewünscht, den spielen wir jetzt erstmal kurz ein, nämlich von Italo Brothers, Welcome to the Dance Floor. Und dann sind wir auch gleich schon wieder für euch da. Bis gleich. Und da sind wir auch wieder zurück auf Furry FM. Und wir hatten gerade das Thema Pokémon, Digimon und ausgewählte Kinos gehabt. Und jetzt schreibt hier gerade der Megabyte, erst kam Pokémon, dann Digimon. Ja, es tut mir leid, ich geb's ja zu. Ich hab mich vertan. Selbst der Gremlin hat mich jetzt halt angestupst und gesagt, Pokémon ist von 96, Digimon von 99. Angestupst? Ich hab's dir live im Mikrofon gesagt, Wongi. Wongi ist ja schon Lieblingswort von euch. Ein bisschen. Bibi. Wie kommst du darauf? Ja, alles oft genutzt. Und Tonk so? Und Tonk so? Auf morgen bis Wiedersehen. Ja, jetzt habe ich mir sagen lassen, war vor kurzem Karneval und Fasching. Ist einer von euch auf den Straßen gewesen? Nein. Nee, leider nicht. Ich finde es voll schade. Seitdem ich halt aus NRW weggezogen bin, habe ich so gar nichts mehr mit Karneval zu tun. Und was auf jeden Fall super, super schade war, dieses Jahr ist zum allerersten Mal passiert, dass der Kölner Karnevalsumzug abgesagt werden musste. Wegen Sturm. Wegen Sturm. Und das ist normalerweise noch nie passiert. Habe ich das auch richtig gelesen, dass der Kölner Karnevalsumzug dieses Jahr das erste Mal ohne Pferde gewesen wäre? Ja, wegen alles. Es gab nichts. Es gab nur vereinzelt ein bisschen Fußvolk, was sich rausgetraut hat. Aber es gab keine Pferde, keine großen Wagen. Alles musste abgesagt werden. Nee, weil es ging mir nicht darum, dass wegen dem Sturm abgesagt wurde, sondern weil die sich durchgesetzt haben mit ihrer Petition, dass keine Pferde mehr dabei sind. Nee, das nicht. Die Petition, die besteht seit Jahren, seit Jahrzehnten besteht die schon. Warum? Und die Pferde werden trotzdem noch eingesetzt. Es werden zwar immer weniger. Hat es durchgesetzt. Also ich hatte es gelesen. Ich weiß auch gar nicht mehr wo. Irgendwo hat es sich jetzt tatsächlich durchgesetzt, dass das jetzt regulär aufgenommen wird, dass es keine Pferde mehr dabei sein dürfen. Zum Beispiel Bonn und Düsseldorf auf jeden Fall, da wird es definitiv weniger sein, aber in Köln bisher noch nicht. Es ist einfach weniger geworden bis jetzt. Und da versuchen sie es zwar auch immer noch weiterhin. Einerseits kann ich es ein bisschen nachvollziehen, dass man halt Pferde, die nicht geschult sind und Pferde, die nervös sind, etc. pp., nicht da reintun sollte. So. Es ist aber irgendwie in irgendeiner Art und Weise immer noch Tradition. Was ich nicht nachvollziehen kann, ist einfach, dass
es gibt, also ich bin selber Jahre, also ich glaube 5 Jahre oder 6 Jahre bin ich selber mit den Pferden übergegangen. Wir hatten die Kaltblüter gehabt und sind im Rosenmontagszug immer mitgefahren. So, und jedes einzelne Pferd wird vom Veterinärsamt vorher kontrolliert, halt Blut abnehmen, testen, Lungen testen, Füße testen etc. Und erst dann, wenn die alle Tests wirklich zu 100% bestanden haben, dürfen die überhaupt in den Zug hinein. Das heißt, auch die testen nach Drogen, nach irgendwelchen anderen Dingen und so weiter. Also es heißt jetzt nicht so, dass die Pferde einfach irgendwie reingeschissen werden und keiner achtet da drauf oder so, sondern da sind wirklich extremste Regeln und extremste Auflagen, die man haben muss, um da überhaupt reinzukommen. Was ich natürlich andererseits nicht so ganz nachvollziehen kann, ist es zu provozieren, dass die Pferde halt nicht mehr dort existieren dürfen, weil mir ist es zum Beispiel oft genug vorgekommen, dass Leute aus dem Publikum einfach Dinge zurückgeworfen haben. Das heißt, Glasflaschen oder sonstiges auf die Pferde drauf. Und dann ist es natürlich verständlich, dass sie halt nervös werden, weil sie einfach beschmissen werden von irgendwelchen Dingen und irgendwelchen Schokoladenriegeln oder sonstiges, weil die Auflage ist auch von den Leuten, die hinten auf dem Wagen stehen und werfen, dürfen nicht nach vorne werfen. Niemals. Und das haben sie auch nie in ihrem ganzen Leben gemacht. Alles, was von vorne kam, wurde von den ganzen Leuten, also an links und rechts, dann zurückgeworfen. Und das kann ich nicht nachvollziehen. Dieses extra Provozieren, dass die Pferde halt ausrasten. Warte mal, wo gehst du denn zum Karneval? Weil bei uns in Köln, Bayern... Karneval. Okay. Im Westen. Im Westen, Rosenmontag, da wo die Hochburg vom Karneval ist. Aber bei uns fahren es meistens nur Traktoren. Also, und ich weiß nicht. Man muss auch unterscheiden. Also ich sage mal, ganz NRW ist halt der Karneval Hochburg. Da ist wirklich Tradition bis zum Umfallen, bis zum 18. Jahrhundert geht das ja zurück. Ja, Pferde. Und alle anderen sind ja eher in die Fasching-Richtung. Und das ist ja eher, ich sage jetzt mal, das Harmlose, in Anführungsstrichen, wo du halt dich ein bisschen kostümiert, vielleicht mal ein paar Wagen gehen und auch ein paar Trecker gehen. Nur in Köln ist es so, es ist einfach, wenn du einmal da gewesen bist, das ist so riesig und so übertrieben. Also da reicht es nicht, dass du einen Trecker zum Beispiel vor einem Wagen stellst oder sowas. Also vor diesen Schauwagen sind halt schon fast LKWs davor. Und aus Tradition sind dann halt diese Vereine, zum Beispiel die blauen Funken, die roten Funken, die gelben, wie auch immer, die haben dann ihre Pferde dann dabei. Bei uns ist im Prinzip das Gleiche, nur das Traktoren. Ihr habt ja auch mehr Geld. Also ich finde es auch nicht schlimm, wenn die Pferde jetzt zum Beispiel gar nicht mehr dabei wären. Wäre, ist ja auch okay. Es ist halt nur eine Traditionssache. Und ich persönlich finde es halt nur echt scheiße, wenn man einfach nur sagt von wegen, ja, die scheißen die Pferde da einfach hin, die Tierquäler, bla bla bla. Weil wir haben schon eine Richtlinie und wir müssen uns daran halten. Und wenn die alle nicht richtig kontrolliert werden, kommen die gar nicht erst rein. Also du kommst da überhaupt nicht mit Zertifikat oder sonst irgendwas rein. Fragen wir doch mal direkt unseren Gast, Ralfi, wie sieht's denn bei dir aus? Rosenmontagszug? Oh nee, bitte nicht. Ich glaube, Faschingsmuffel oder was? Ja, total. Oh. Also hier sind anscheinend eher alle Faschingsmuffel. Das finde ich total komisch, weil viele Leute immer so Fursuiten und so mit Fasching und Karneval gleichsetzen. Da kenne ich aber fast nur Furries, die sagen, ah, Karneval, geh weg. Ja, das wundert mich. Da muss ich sagen, ich würde mit einem Fursuit niemals auf einen Karnevalsumzug gehen. Never ever. Okay, das ist auch wieder ein Argument. Es sei denn, du stehst auf so einem Wagen drauf vielleicht. Ja, nicht nur auf dem Wagen oder sonstig, sondern wenn du alleine irgendwo unterwegs bist, du hast dann natürlich erstmal die Kinder hier, die da rumrennen, die freuen sich. Ja, supi, ist kein Problem. Die haben aber Gesichtsbemalungen. Und wenn du dann mit einem weißen Fursuit an ein Kind kommst mit Gesichtsbemalung, ist nicht geil. Und zweitens, Karneval ist eigentlich so eine Abklatsch für die Leute, die nicht nach Mallorca können. So ungefähr. Weißt du feierst dann eine ganze Woche oder 3-4 Tage bis Aschermittwoch, besäufst dir einen hinter die Kippe und ja, weißt du, und dann, wenn du dann mit dem Förster da rumrennst und irgendjemand so besoffen ist, dich dann anrempelt und irgendwie. Was? Der Wolf hat mich ganz böse angeguckt. Nee, willst du Beef mit mir? Ich mach dich kaputt. Ja, okay, das darfst du nicht unterschätzen, wie die Leute da draus sind, wenn sie betrunken sind. Aber ich hab gehört, Karneval ist schlimm. Es hat immer, im Karneval schmeißen die immer irgendwelches Zeug von den Wagen, richtig? Ja. Jetzt hat irgendjemand Wurf-DVDs bestellt und dann waren FSK 18 Horrorfilme bei. Geil! Das gefällt mir. Alles klar. Die ermitteln jetzt gerade.
Also, kennt ihr noch die gute alte Zeit, wo man so viele AOL-CDs zum Installieren des AOL-Browsers ja, hatte? Eins. Oh Mann. Dass man da, die haben wir als Frisbees benutzt früher. Ja. Warte, ich google mal kurz, was AOL ist. Oh, Mann! American Online. Amerikanischer Internetprovider. Hier in Deutschland. Und wieso musstest du da irgendwelche Dinge einlegen? Damals hattest du nicht die Möglichkeit, ins Internet zu kommen, ohne einen Browser installiert zu haben, und den musstest du von der CD installieren. Genau. Erkennt die und früher musstest du dich noch einwählen. Ja, du musstest dich mit AOL einwählen und da gab es in jeder... Ja, und du durftest nicht telefonieren nebenbei. Also in jeder Computerzeitung, in jeder Zeitung generell war immer eine AOL-CD dabei. Du konntest damit hier seitenweise die Höfe pflastern. Und ich nenne mich Technik interessiert und ich hatte absolut keine Ahnung. Ah, okay. Oh, stimmt, wir kommen aus der Zeit, wo die Mama dich angeschrien hat, hör auf mit Zocken, ich muss telefonieren. Ja, oder wenn du die Mama angeschrien hast, Mama, hör auf zu telefonieren. Und dann hörst du immer dieses Geräusch. Wir hatten ein Geschäft am Laufen bei meiner Oma und mein Opa war der Erste bei uns, der ordentlich Internet hatte. Und ich habe dann den ganzen Tag versucht zu surfen. Was heißt versucht zu surfen? Du hast halt wirklich davor gesessen und 2 Minuten gedauert, bis ein Bild sich aufgebaut hat. Und unten im Laden konnte sich kein Kunde einwählen, weil er immer besetzt war, weil ich am Internet war. Das ist schön. Für 3-4 Bilder hast du da schon mal eine halbe Stunde gesessen. Ja. Oh, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Oh mein Gott, das ist ja genial. Und deswegen ist es. Ich bin in die Zeit. Warte, also das mit der Geduld ist so rückwirkend so schwierig. Darf ich kurz? Warte. Nein. Geht ein. Oh Gott! Das Geräusch kennst du nicht? Nee, das kenn ich. Was so klingt es, wenn man sich ins Internet einwählt. Ja. Das Geräusch gab, das gab es extra dazu. Es gab so 3 Männchen-Symbole bei AOL, die dir gesagt haben, wie weit der Fortschritt ist beim Einwählen. Und dann hattest du diesen Sound im Hintergrund. Mein Opa hatte das so extra laut, weil der schwerhörig ist. Das haben sämtliche Nachbarn gehört, wenn du ins Internet bist. Alter. Oh, das hört sich so genial an. Aber generell, ich fand es total toll. Meine Oma und mein Opa hatten eine ganz große Affinität fürs Mohrhuhn-Schießen. Der noch das Spiel kennt. Und die haben das auf einer übelsten Lautstärke gespielt. Okay. Also auch das klassische Mohrhuhn, das erste, was es gab. Da gab es ja ganz, ganz viele Tricks, wie du besonders viele Punkte hattest, wie 3-mal auf den Baum schießen, 10-mal die Spinne abschießen. Genau. Und dann gab es immer so extra Bonus-Dinger. Das wussten die alles. Und ich habe halt versucht, immer nur die Hühner abzuschießen, mein Opa und meine Oma so daneben, so wie die Gamer-Pros. So. Ja, ja. Ohne Scheiß. Das hält mir meine Mutter immer noch vor. Ohne Scheiß. Ach, weißt du nicht, wie man die super mega geheime Waffe in Mohrhuhn X freischaltet? Tja, ich weiß das. Ja, so solche Scheiße wusste mein Opa und meine Oma auch. Es ging den ganzen Tag, hast du die am Wochenende, hast du es nur knallen gehört, als ob jemand irgendjemanden erschießt, weil die da Mohrhuhn gespielt haben. Ja, meine Oma, die hat eigentlich auch immer Solitaire gespielt und die hat jedes Spiel zum Ende gekriegt und ich habe noch nie geschafft, jedes Spiel irgendwie ansatzweise zu Ende zu kriegen. Ich habe vielleicht jedes 10. Spiel habe ich irgendwann mal bei Solitaire geschafft und meine Oma, die hat wirklich jedes Spiel davon hingekriegt. Oder auch dieses Spider-Solitaire und was es da noch alles gab. Oder auch das auf Minesweeper. Ich dachte, dass alle gespielt haben. Das hört sich für mich wie eine Parallelwelt an hier. Ja, das waren nur die einzigen Sachen, die du so gekriegt hast. Und ja, aber das auch Oma und Opa das gespielt haben. 2000er verstehst du sowas einfach nicht. Und wir haben damals gedacht, was ist das für eine geile Grafik? Ja. Der ja? Ja, ich habe auch noch eine C64, das ist zwar nicht meine, logischerweise, aber. Alter, das war schon richtiger mit Windows 95 und so, ne? Okay. Immer diese Millennials. Ja, ja. Ach, aber da habe ich jetzt mehr über Technik gelernt, als ich dachte. Wow. Ja, gerne. Ich kann dir eine Rechnung stellen. Ist das Technikberatung Claudi, okay. Hat von euch jemand da draußen mal Mohrhuhn gespielt? Dann schreibt's bitte mal in den Live-Chat, ich will mich nicht so einsam fühlen. Das Gemeine daran ist, ob man es glaubt oder nicht, die Mohrhuhn-Reihe ist immer noch aktuell. Die bringen immer wieder neue Versionen raus. Oh, das ist zum Teil richtig schlimm geworden. Das wurde vom Ego-Shooter zu so einer abstrakten Rätselsache. Dann gab's mal so ein Adventure-Spiel, wo du das selber laufen musstest als Mohrhuhn. Ja. Es wurde immer noch abstrakter. Da gab's so einen Kart-Racer à la Mario Kart. Ja. Ich erinnere mich, das erste Spiel, an das ich mich zurückerinnern kann, das war Lucky Luke. Da hatte ich so eine Lucky Luke-Maus an so einem Computer, konntest du so ein paar Verbrecher abschießen. Ich hatte damals meine erste Spiele. Das war aber schon 3D-Grafik dann da am PC. Ja.
Die erste CD war von Pokémon gewesen. Dann hatte ich meine allererste. Ja, eine CD. Da konnte man halt Pokémon finden. Und ja, da hatte mir jemand zusammengesteckert. Das war ganz komisch gewesen. Ach ja, im Westen haben sie wieder die geklauten, gebrannten Sachen gespielt. Ja, nee, das stimmt wirklich. Das war der zweite war Zeiten, irgendwie ja. Feind Hugo. Und da gab es irgendwie so eine Fernsehserie mit Hugo. Ja, stimmt, wo der ich fand den eigentlich ein bisschen gruselig, aber irgendwie auch cool. Und danach habe ich dann von Löwenzahn habe ich dann so eine Lern-CD oder sowas gekriegt gehabt. Es gab also, diese Telefonspiele fand ich so geil. Es gab ja, auch bei Sat.1 das mit dem Ball, wo die Leute immer gesagt Superball. Haben, ja, genau, ja, genau. Superball auf Sat.1. Oder bei Kika gab es dann auch immer so ein Spiel, da konnten dann halt Kinder anrufen. Dann hat dann halt ein Moderator sich eine Maske aufgesetzt. Dann musste er dann mit einer Gießkanne in so einem Labyrinth durch die Gegend laufen. Und dann musstest du das immer sagen, links, geradeaus. Gießen. Du musst dann so eine Blume gießen. Wenn du alle Blumen gegossen hattest, dann hast du was gewonnen. So ein das war übers Telefon, oder was? Ja, übers Telefon. Ja, das Telefon hast du dir dann genutzt. Ja. Und bei Hugo war es halt so, du hast dein Telefon als Joystick benutzt. Du hattest die Tasten und wenn du die Taste gedrückt hast, ist er auf das Feld gesprungen. Genau, Hugo und die böse Hexe. Ja, ich fand die immer cool. Genau, das war dann halt als Zuschauer im Fernsehen halt relativ witzig, wenn du jetzt die Tastengeräusche gehört hast. Du siehst, ja, wenn jemand wie blöd und wie sie alle gesagt haben, ich hab doch gedrückt. Ach, wie genial. Die Anfänge des Spiels. Aber ich fand's, oder? Also ich kann mich auf jeden Fall an diesen Saturn-Superball da auf jeden Fall, Saturn, Sat.1. Sat.1-Superball. Das gibt's auch, das gab's auch eine Zeit lang noch, ich weiß nicht mehr, wann die damit aufgehört haben oder so, auf Super RTL, da hatten sie dann ab, glaub, 2 Uhr morgens, 3 Uhr morgens, diese sogenannten Infomercials, dann war dann da so eine Software, da konntest du dann halt der SMS hinschreiben. Ja, ja, 6x6 und nein, so. Nein, du konntest SMS hinschreiben und dann hattest du eine Stimme vorgelesen, ne? Genau, da war dann entweder ein Moderator gewesen, der dann halt das vorgelesen hat, oder der Weihnachtsmann war da. Oder? Ja, mit dem Osterhasen haben wir das auch gehabt. Genau. Dann, da haben sich mal welche gestritten den ganzen Morgen. Neun Live. Ja, genau das. Und alle drei Nachrichten hat dann der andere auf den anderen geantwortet und das wurde mit so einer piepsigen Stimme vorgelesen, also Computerstimme vorgelesen, so. Genau. Ja, du blödes Arschloch. Ja, richtig. Das ist so gut. So und das Lustige daran ist, die haben das aber auch so bei MTV und Viva gab es das ja auch, dass man sich da unterhalten konnte, da unten drunter in diesem Chat-Ding. Das wurde halt nicht vorgelesen, ne? Man hat aber gemerkt, dass diese Software, die sie dafür benutzt hat, noch nicht gerade die schlauste war, weil die hat nämlich auch die Satzzeichen vorgelesen. Dann hattest du halt so schöne Abende gehabt, wo du knapp 30 Minuten lang im Durchdauer-Account Spitzeklammer auf und so weiter und so fort. Aber ich fand, ehrlich gesagt, wenn wir schon dabei sind, bei den Musiksendern damals, also ganz zum Schluss gab es diese Option, wo man zwei Lieder gegeneinander hat antreten lassen und so die meisten Leute für angerufen oder gewotet haben. Ja. Das wurde dann gespielt. Das habe ich geliebt. Das war auf Viva Plus gewesen. Mhm. Ja, das MTV hat es auch. Ich habe keine Ahnung, ob das überhaupt richtig funktioniert hat, weil das ja schon technisch eine Leistung ist. Wieso? Ich kenne es nur, dass man auf der Viva-Seite abstimmen kann. Oh Mann. Genau, das ist genau das Galax. Ihr fühlt euch immer zum ersten Mal wirklich richtig jung. Ich hätte gerne dieses System für unser Radio, dieses zwei Songs gegeneinander antreten lassen. Und das war doch mal in Musikvideos gewesen. Dann wurde es halt so eingeblendet, dann konntest du dann halt so ein Ranking, ich glaube, also da hatten sie dann halt ein paar Songs vorgeschlagen und konntest dann halt voten, was als nächstes kam. Ne? Nee, du hast immer zwei, die gegeneinander angetreten sind. Und du musstest immer für dich entweder den oder den. Also, ja, genau, und ich kann das halt ähnlich so, dass sie dann halt so eine Top-10-Liste hatten. Und dann konntest du dann halt die, also wie bei Reddit, dann halt einen Post upvoten oder runtervoten. Das war die gute alte Zeit. Damals, wo du noch jung warst. Ja, du willst doch bloß 1 Euro für SMS kassieren, ne? Ja, nein, doch, ja, Klingelton des Tages. Du hattest gerade ein Jamba-Paket, oder? Nein. Du hattest ja, ich hatte kein Jamba-Paket. Du hattest garantiert. Ich hatte kein Jamba-Paket. Wer hatte den Frosch auf seinem Handy, als ich ihn kennengelernt habe? Zur Hölle. Hast du den? Ja. Okay. Ich hatte den Dings immer auf dem Handy gehabt, den Mr. Mobile. Na. Oh Gott. Ich habe dummerweise damals einfach mal eine Handyrechnung von meiner Mama gekriegt, weil ich gedacht habe, so, ja, ich brauche mehr Geld für mein Habbo-Hotel. Weiß nicht, ob ihr Habbo-Hotel noch kennt. Ja. Ich habe dann das allererste Nokia-Handy von meiner Mama genommen und habe dann gesagt, ja, ich brauche für 2 Euro so und so viel Goldstücke, damit ich im Habbo-Hotel meine Wohnung bezahlen kann. Oh Gott, das war so Hotel, das war dann habe ich 50 Euro, muss ich dann von meinem Taschengeld zurückgeben. Was waren das für wilde Zeiten?
Verrückte Zeiten. Damals, ja, weißt du, das war aber witzig gewesen, das stimmt. Also da sind noch wirklich sehr teure Zeiten, wo du Panikattacken gekriegt hast, wenn du an deinem Handy auf dieses Internet-Button raufkamst. Ja, das war zur Hölle. Ah, okay, das kann ich tatsächlich sogar auch. Sekunde kostet sie 21 Cent. Nein! oder wo es angefangen hat mit MMS. Ja, oh, stimmt. Gott, ja. Wo du unbedingt zwei Zeichen löschen musstest, damit es ein SMS bleibt. Oh ja. Was? Das habe ich nie mitbekommen. Echt? Was denkst du, wie das ganze HGDL und so ein Scheiß zusammengekommen ist? Ja, ja. Alter, es gab so ein Zeitalter, da haben die Leute so krass alles abgekürzt, dass du echt so ein Übersetzungsfibel gebraucht hast, ja. Dass du das überhaupt noch verstehst. HDGL. Ist es das mit dem Internet und sowas, habe ich auch noch erlebt an meinem ersten Handy. Aber. Roffel, lol. Es gab auch schon kompliziertere Sachen. Ja, MFG. Verrückt. Oh mein Gott. Internet, das hieß doch damals WAP. Gott, also okay, das ist jetzt echt hardcore. Das hier ist WAP, das stimmt. Oh Gott. Soll ich das Video von Mr. Mobile mal posten? Ja, poste mal das Video von Mr. Mobile und wir machen mal kurz eine Musikpause mit einem ganz langen Titel und einem ganz langen Bandtitel und dann sind wir gleich wieder für euch. LMFAO. LMFAO featuring Lauren Bennett und Goon Rock mit Party Rock Anthem. Viel Spaß damit! Und da sind wir wieder zurück hier auf Furry FM beim Furry Talk Volume 38. Und wir haben jetzt einen wirklich nostalgischen Ausflug in die Vergangenheit gemacht. Wird Zeit, dass wir mal wieder ein bisschen in die Zukunft schauen. Wie sieht's denn bei euch aus mit den Plänen für die nächsten Wochenenden? Ja, so viel? Ja, bei mir. Pläne fürs Wochenende habe ich doch schon genannt. Wir überlegen mal. Die hört doch keiner zu, Kane. Ja, ich weiß. Also die nächsten Wochenende sehen sehr entspannt bei mir. Warte mal, nächste Woche? Wir müssten mal in den Garten und da das ganze Drama vom Sturm. Dann sieht's nicht mehr Sturm entspannt aus, wenn ihr nicht. Du musstest in den Garten. Und du wolltest mitmachen, ne? Nö. Nö. Dein Garten. Wie? Das ist unser Garten. Dein Garten. Nee, unser Garten, ne? Dein Garten. Okay. Oh, also Leute, vermehrt euch bitte nicht. Haben wir Haha. Wir haben. Nee, das ist ein Hund, der kommt nicht von uns. Ist egal, wir haben uns vermehrt. Wollt ihr uns etwas erzählen? Ja. Also, okay. Claudia ist schwanger. Schon wieder? Im 12. Monat. Ja, es wird ein Elefant. Hört sich auch gesund an. Ja, ja, das kommt schon mit 18 auf die Welt. Sehen. Ja, und sonst so? Nein, Hongso. Hongso. Was mit, apropos, habt ihr mal die neuen Serien auf Netflix durchgecheckt? Es gibt Calm Down. Bisher noch nicht. Welche denn? Also wir haben jetzt zu zweit, wie ist das Ding, Umbrella? Umbrella Academy geguckt. Das ist richtig cool. Also es geht so grob gesagt um sieben Kids, die mit besonderen Fähigkeiten geboren wurden und von einem exzentrischen Millionär aufgesammelt wurden. Der hat die ausgebildet zu einer Art Superhelden. Und es geht jetzt gar nicht so um ihre coolsten Erlebnisse als Kinder, als Superhelden, sondern die sind jetzt alle erwachsen geworden, haben sich von der Familie entfremdet, alle für sich und haben alle ihr eigenes Leben angefangen. Und alle hassen ihren Vater, weil der halt ein echtes Arschloch war, so als Vaterfigur. Und einer von diesen sieben Kindern ist aufgewachsen als Außenstehende. Normalo. Ihr wurde gesagt, sie hat halt keine Kräfte. Spoiler, haha, ihr könnt euch denken. Ja, und sie wurde halt immer von allen ausgegrenzt. Und jetzt ist der Vater gestorben. Spoiler? Nein, das ist kein Spoiler. Spoiler. Das steht schon auf der Beschreibung. Spoiler. Hast du auch einen Spoiler auf deinem Auto? Ja. Genau. Echt? Und okay. Jedenfalls ist der Vater jetzt gestorben und jetzt kommen die Kinder alle zusammen und stellen fest, dass das Ende der Welt bevorsteht und müssen sich zusammenraufen, um das zu verhindern. An sich ist die Story jetzt, klingt jetzt nicht so übelst beeindruckend, aber ich liebe diese Serie alleine dafür, dass sie so sehr interessante Musik hat. Also in jeder Folge werden ein, zwei Songs gespielt, auch ältere Songs, die ich echt klasse finde und die ich nur empfehlen kann. Ich hoffe sehr, dass ihr da mal reinschaut, wer es kann. Auf Netflix läuft das, Umbrella Academy. Allein von der Musik her schon lohnt sich das. Hat aber nichts mit Resident Evil zu tun, oder? Nein. Ich weiß tatsächlich nicht, warum es Umbrella Academy heißt. Weil der Regenschirm hat. Ja, irgendwie, das war total. Nee, der hat einen Regenschirm-Herstellungsfabrik gekauft. Ja, damals als sein erstes Grundbesitz, ne? Genau, in Amerika. Das hieß schon so, ja.
Hat nichts mit Regenschirm an sich zu tun. Es ist aber schön gemacht, denn das gibt kein Intro dieser Serie, sondern das schmeißt dich immer direkt rein in eine Handlung und dann auf einmal spannt irgendjemand einen Regenschirm auf und da steht dann drauf Umbrella Academy. Das heißt, ist so subtil, dass es jetzt das Intro war. Das ist total cool. Das heißt, in jeder Folge spannt jemand einen Regenschirm auf. Es ist nicht immer ein Regenschirm. Es steht auch manchmal auf zusammengefalteten Regenschirmen. Es steht auch manchmal auf Spielzeugregenschirmen. Aber ist trotzdem ein Regenschirm. Was sind Spielzeugregenschirme? Ja, es sieht aus wie von einer Puppe oder sowas. So ein kleines Ding. Manchmal sind es auch Longdrinkschirmchen. Ja, solche Schirmchen, genau. Es ist immer was anderes. Also es ist nicht unbedingt immer ein richtiger Regenschirm. Am Megabyte meint auch noch, er schaut Prinz der Drachen. Das habe ich mir auch mal auf meine Liste getan. Prinz der Drachen? Bei Netflix. Das haben wir angefangen zu gucken. Das, was er entdeckt hat. Ja, da mag ich den Stil nicht so, weil das ist halt mit dieser neuen Animationsart gemacht, wo du das Gefühl hast, es fehlen ein paar Frames dazwischen. Deswegen meint hier Gremlin, das würde aussehen, als ob es stockt. Aber das ist tatsächlich so gemacht. Also gibt es viele Netflix-Produktionen, die so gemacht sind, die mit einer niedrigeren Framerate gemacht sind, weil du kannst dann halt mehr produzieren. Und das, also fürs Auge tut mir das weh. Also von der Story her mag das gut sein. Aber, ja. Guck lieber Tote Mädchen lügen nicht. Oh nee, das ist so zum Heulen, da wird man ja depressiv. Ich war 2 Wochen depressiv, als ich das gesagt habe. Das ist aber trotzdem nicht so. Oh, die hat mich so übel mitgenommen. Kann ich echt nicht empfehlen. Staffel 2 soll es auch machen. Gerade Furries, die ja sowieso schon emotional meistens instabil sind, sollten sich das echt nicht ansehen. Welches jetzt genau? Tote Mädchen lügen nicht. Ach so, ja, gut. Ich hab das Buch gelesen, Edgy Badger. Ja, das ist schön für dich. Ich konnte es nicht, also ganz ehrlich, ja, ich hab 2 Wochen lang... Ja, da wartest du in außer Pfalz. Edgy Badger. Hier, gib dir gleich auch ein Hähnchenbeinchen. Was für ein? Er hat dich lieb, hat er gesagt. Ja, nee, hat er nicht gesagt. Er hat gesagt, schnüdel dich in den Strichen streit. Ja, und das hat er gemeint, so wie er sagt. Nein, genau. Kein. Jedes Wort kam von Herzen. Behandle mich Und was auch cool ist, Star Wars The Clone Wars. Ja. Oh, ja. Oh, Man of Culture. Da kommt ja dann bald die 7. Staffel zum Glück. Die soll aber nicht so gut werden. Was? Wer sagt das? Internet. Haben wir hier Star Internet Wars hat immer recht. Nein, haben wir nicht. Bereich? Doch, haben wir. Jackie! Der ist im Badezimmer. Jackie, bau deinen Todesstern weiter. Ach nee, Millennium Falcon. Millennium Falcon. Der immer Todesstern als Jedi. Yo! Gibt's? Todesstern als was? Vom Todesstern. Was? Jedi-Version vom Todesstern? Was? Wieso die Jedi? Was ja, passiert hier gerade? Weil er doch der Jedi-Ritter ist. Was? Han Solo ist kein Jedi-Ritter. Nein, ich hab doch gar nicht von... Ralfi, was ist das Letzte aus Lego, was du hier zusammengebaut hast? Ich kann mich nicht erinnern. Hattest du überhaupt Lego? Das muss Jahrzehnte her sein. Hattest du Lego oder Playmobil? Sag das nicht Playmobil, bitte. Lego, aber ich glaube nur im Kindergarten. Gut. Ich hatte beides. Echt jetzt? Ja. Was? Ich habe immer noch Lego. Geht weg. Wir haben immer noch Playmobil. Wir haben immer noch Lego hier. Ich hab meine Dafür habe ich nie die schmerzhafte Erfahrung gemacht, auf einen Legostein zu treten. Oh. Ja, da kannst du aber Ballett tanzen. Hast du aber was verpasst, echt. Beste Buch. Ich kann so dir nur empfehlen, wenn du willst, schicke ich dir einen einzelnen Legostein. Das ist die Wahrscheinlichkeit nicht hoch genug, dass man drauf tritt. Ja, doch. Ja, das ist ja das Lego so. Experience Kit, ne? Bei mir kein Legostein. Die waren irgendwie im Teppich oder irgendwie sowas und ich hab's nicht gesehen, den Legostein und dann, ah. Weißt du, was gibt? Da kannst du Ballett nicht lernen. Ach ja. Witzigerweise bin ich gar nicht so groß mit Lego aufgewachsen. So viel Lego hatte ich selbst auch gar nicht gehabt. Du hast doch Playmobil gehabt, oder? Du hast bestimmt mit Bonzen gespielt. Playmobil hatte ich zwar auch gehabt, aber nicht so in riesig großen Ausmaßen. Was hast du in deiner Kindheit dann gemacht? Kuhautos gesammelt, falls ich das was sage. Das ist immer das Beste. Man darf niemals sagen, man hat Playmobil gespielt. Leute, das ist nicht gut. Als Jung auf jeden Fall nicht. Ich habe ganz viel Playmobil gehabt. Ich stehe auch dazu. Mädchen, ja, ich auch. Aber hey, ich habe auch Playmobil. Was geht denn mit was dir? Was ist denn das Problem mit Playmobil? Playmobil. Ja, aber wie gesagt, Playmobil ist für Mädchen. Habt ihr eigentlich den Playmobil-Film schon gesehen? Nein. Es gibt einen Playmobil-Film. Es gibt noch mehrere einen Playmobil. Einen Kinofilm, aber es gibt mehrere Playmobil-Filme. Wo die Schwester ihren Bruder sucht, der von einem Leuchtturm angestrahlt wurde und dann war auf einmal eine Playmobil-Figur. Und dann sie auch, logischerweise. Was? Ziemlich dämliche Story. Also, es gab damals ja dieses Gerücht, das heißt,
Kinder, die mit Lego aufgewachsen sind oder sonstiges, sind geistig mehr am Start als Playmobil-Spieler, die ein bisschen gröber sind und nicht damit klarkamen, Lego zu spielen. Jan, was sagst du, wenn sich jemand entwickelt hat, dass er erst ein Lego Duplo hatte? Deswegen muss ich halt jetzt jedes Mal lachen, wenn irgendjemand sagt, so von wegen, ich habe nie Lego gespielt, dass ich mit Playmobil gespielt habe. Wie gesagt. Muss ich einfach ein bisschen in meinem Fall war das Ausmaß an Siku-Autos größer gewesen, falls euch das noch was sagt. Es war halt, ich hatte Hot Wheels. Das waren die größeren Matchboxes. Ja. Also Siku war in dem Sinne das realistischere Äquivalent zu Hot Wheels gewesen. Du hattest dann halt echte Autos und auch wirklich Miniatur. Die echt gefahren und haben Benzin gebraucht? Nein. Dann sag nicht echte Autos. Das ist eine echte Autosammlung schon damals. Ich kann auch einsteigen. Im Maßstab so und so viel. Und das Witzige daran ist, sie sind mittlerweile echt ein riesiges Vermögen wert. Sogar höher als halt Matchbox. In dem Sinne Matchbox oder halt Hot Wheels. Und wie viel? Das Krasse daran ist, sie werden noch heute verkauft. Das ist unglaublich. Ja, immer noch produziert, wie Lego und Playmobil. Ja, Hot Wheels und Matchbox-Autos jetzt auch. Ja, man halt kriegt jedes Mal, wenn die irgendwo bei Real einkaufen, kriegt der ein Hot Wheels oder eine Matchbox-Auto gekauft. Ja, das mag zwar sein, aber im Endeffekt ist es halt so, dass Siku in dem Sinne eher so nischenmäßiges war, ne? Also, das war halt nicht so wie Hot Wheels. Du musst mal eine Rampe düsen und oder durch die Gegend fliegen und du musst den Roboroboter besiegen aus der Robo-Welt mit ganz vielen Robotern. Okay, du bist auch so ein Power Rangers-Fan, oder? Goku Power Rangers. Nichts gegen Power Rangers, die sind cool. Die sind total bescheuert, wenn die da rumhüpfen. Siehste? Ich hab noch keine Ahnung. Power Rangers, hey! Power Rangers sind cool, noch der Kinofilm ist voll geil. Ach, Quatsch, die sind total bescheuert. Die sind toll. Ja, schreib's jetzt in den Live-Chat. Go Power Rangers, hier. Go Power Rangers. Keiner mag Power Rangers. Jeder mag Power Rangers. Keiner mag Power Rangers. Nein. Wieso seid ihr alle so festgelegt? Alleine mit diesen ganzen Gummimasken von diesen komischen Insektengegnern, okay, die dann rumgewackelt haben. Das geht ja noch. Insektengegner? Ja, es gab doch früher die Sendung, weißt du, wenn dann doch dieser Bösewicht dann ankam, da gab es doch irgendwelche Samurai-Kämpfer und dann hatten die dann so Ohrenkneifer-Insektenkostüme an und diese waren so aus Latex gewesen, dass sie so richtig rumgewabbelt haben die ganze Zeit. Ja, das muss so. Genau. Und alleine, wenn schon die rosa eine Power Ranger reinkam, eigentlich sich gar nicht richtig bewegen konnte wegen ihrem Röckchen. Das muss so. Ja, yeah. Okay. Es gibt aber, wusstet ihr, dass es unglaublich viel Power Ranger-Porn gibt? Warum? Wow. Wieso hast du immer diese Informationen für uns? Ja, weil es 22 Uhr ist. Es wurde mir gesagt. Ich kann leider nichts dagegen tun. So. Mein Informant, dein Informant hat es dir gesteckt, ne? So nach dem Motto, bevor er sich in einen Megasort verwandelte und ab und von dannen ritt. Was ich immer dumm fand, waren die ganzen Gesten, wenn sie sich verwandeln haben. Ah, ja. Wie bei Sailor Moon. Schon. Die erst 20 Hallo, Mal Sailor Moon hat wenigstens Röckchen getragen. Ja, aber Sailor Moon war wenigstens. Bis die sich verwandelt hatte, sind ihre Gegner an Altersschwäche gestorben. Man hat vor allem auch die ganzen Sprüche immer. Könnt ihr euch noch an die ganzen Sprüche erinnern? Ja. Ninja Storm, Ranger Form, ha! Oder so. Turbo Nitro, Ultra. Was bei Sailor Moon, Mondschein, Flieg und Sieg? Nee. Macht des Mondes! Werde ich euch, und Mann, deswegen werde macht ich der Mondnebel! Macht auf! Ja, und. Er war wenigstens noch hübsch. Meinst du jetzt Kane oder Sailor Moon? Warum stelle ich mir gerade ohne Scheiß Gremlin in Sailor Moon Outfit vor? Unbedingt ein Cosplay machen. Sexy, sehr sexy. Hallo, die waren wenigstens hübsch nach der Vorwand. Warum stelle ich mir jetzt gerade dich mit Sailor Moon Outfit vor? So, also gerade diese grüne Sailor-Kriegerin, also, die mal auch so Mannsvibe, Alter, nein. Ja, abgemacht, LWM, ja. Kane macht den Cosplay von Sailor Moon. Ja, bitte. Ja, super. Die passende Perücke habe ich ja schon. Na, ja, die ist ja braun. Du musst blonde Haare haben. Blond. Ist doch blond. Egal, dann mache ich halt Sailor Merkur oder so, keine Ahnung. Merkur ist blau. Merkur ist blau. Ist lass egal. Die einen Hut, fetzt. Ich sehe schon das neue Telegram-Sticker-Pack. Oh nein. Ich auch. Ja, von was warst du denn dann Fan, Ralfi? Keine Legos, keine Sailor Moons? Ja, wir haben früher mit Pokémon-Karten gedealt.
Professionellen Stil, ja, ja. Das haben wir auch gemacht. Also Pokémon-Karten und danach, wo dann Pokémon out war, irgendwie haben wir dann mit Yu-Gi-Oh! Weitergemacht. Oder die Gogos. Ja, stimmt, die gab's auch noch, die Dinger. Ich hab sogar noch eine Tasche von Duel Masters. Ach du Scheiße. Ah, die Bakugans fand ich cool, die waren nur leider nach meiner cool. Zeit. Ja. Ich hab die auch noch alle. Gut, dass sie sich durchgesetzt haben. Das waren so Kugeln, die hast du gerollt und auf einer Karte sind die dann so aus ihrem Magnetismus heraus aufgeploppt und sind da so kleine. Die waren echt cool. Wie hieß doch mal das andere Ding? Biederman war auch sowas in die Richtung. Oh, der Beyblade. Beyblades hatte ich auch gehabt. Und da habe ich auch noch einen. Let it rip! Und dann ist mein Plastikding immer noch fest. Das war eine geniale Zeit. In der Schlüssel von meiner Mutter haben wir voll die Matches abgehalten. Das Dumme ist, bei uns ist immer das sieht aus wie ein Kabelbinder, was du da reinsteckst in diesen Beyblade. Und wenn du das rausziehst, hat sich das immer irgendwo verhakt. Ja, das hast du immer. Du hast die Originalen gekauft, dann war wieder alles gut. Ja, selbst die Originalen haben nicht funktioniert. Ja, wenn du dann so richtig im Gefecht warst und übelst schnell gezogen hast, hat das nicht funktioniert. Ich weiß noch, wie viele Leute in meiner Klasse damals angefangen haben, ihre Beyblades aufzumotzen, indem sie Rasierklingen dran geklebt haben. Was? Halt so, Hölle. Ja. Oder du musst ja deinen Gegner vernichten. Jeder kann sich noch dran erinnern, wer draußen im Garten war, hat sich eine Schubkarre genommen, da dann Baby drin Arena gespielt. Oder wenn das nicht ging, hat man halt die Schubkarre mit Wasser gefüllt. Wir haben uns direkt die Arena gekauft. Ja. Mit den verschiedensten Ebenen und Elementen. Die Backschüssel von meiner Mutter genommen. Ja, und die Backschüssel dann halt in so ein Wasser, also wirklich dann so halt in so dieses Wasserbad in der Schubkarre halt reingestellt und dann hattest du dann halt mit Gefahr des Wassers drumherum. Das heißt, wenn der aus der Arena geschossen wird, fällt er ins Wasser. Erhöhter Schwierigkeitsgrad. Erhöhter Schwierigkeitsgrad. Ich erinnere mich, als es der totale Trend war und jeder in der Schule hatte bei uns in der Tasche, in der Grundschule, in so einer Hosentasche oder was weiß ich, wo sein Beyblade dabei. Und ich erinnere mich, das ist eine Mal in der Pause, war ich dann auf dem Schulklo und dann, wir sagen einfach so, ja, machen wir mal ein Duell auf dem Schulklo. Wir haben uns gerade getroffen, ja, machen wir mal ein Duell. Wenn wir schon bei Grundschulzeiten sind, was aber auch wirklich, weil wir gerade eben schon beim Thema waren, was wirklich echt Kult war und auch wirklich was, wo du echt alles davon haben musstest. Gummitwister. Wenn du in der Schule keine Dual-Disc dabei hattest, warst du komplett raus. Ohne Scheiß. Gott sei Dank. Okay, du in der Grundschule mit einer Dual-Disc auf eine spezielle Schule gegangen. Ich wollte auch sagen, hä? Für besondere. Denke ich mal auch. Nee, ohne Scheiß. Nicht aus der Schule raus, sondern in dem Sinne warst du komplett out. Du musstest eine Dual-Disc haben, um Yu-Gi-Oh! Zu spielen, weißt du? Nee, also bei uns musstest du Scooby-Doo-Bänder haben, weil sonst wärst du bei uns gewesen. Oh ja. Scooby-Doo-Bänder in jeglicher Größe und auch noch essbar. Und Diddle-Blätter. Stell mir so kleinen Kane vor mit seinem Duel-Master, so der coolste Junge auf dem Schulhof. Yu-Gi-Oh! Nicht Duel Masters, ey, ich spiel's immer. Ah ja, Duel Disc, meinetwegen dann halt. Und wenn wir jetzt schon darüber reden, dann sei an der Stelle gleich mal erwähnt, am nächsten Mittwoch ist mein nächster Sarkazmus. Und das Thema dort ist auch wieder Schule und die lustigsten und traurigsten und tragischsten und witzigsten, habe ich schon mal gesagt, ne? Schulgeschichte. Könnt ihr mir übrigens schicken, wenn ihr Lust habt, in Telegram @laylor86 oder eben hier über unseren im Live-Chat schreiben oder ihr könnt auch eine Sprachnachricht schicken über Telegram. Könnt ihr auch über Facebook machen oder wo auch immer. Wir haben auch eine E-Mail-Adresse, die ich nicht aus dem Kopf weiß. Die findet ihr schon irgendwo auf unserer Website. Wer also da Bock drauf hat, der schreibt mir einfach mal an. Dann finden wir da schon eine Möglichkeit. Erzählt mir auf jeden Fall eure lustigsten Geschichten. Dann kommen die in meine nächste Sendung rein. Ja, genau. Erstmal ein Center Shock. Was? Center Shock, auch hab so alte Sachen. Center Shock war geil. Die gibt's immer noch. Teilweise haben sie aber jetzt die Rezeptur geändert. Die hauen nicht mehr so rein wie früher. Früher hat's dir echt noch die Geschmacksnerven weggebrannt. Mittlerweile geht's nicht mehr. Ja, ich weiß nicht. Vielleicht ist es auch einfach nur so eine Erinnerungssache, wo wir glauben, dass es früher vielleicht schlimmer war als jetzt. Früher war alles größer. Ja, wir haben auch mittlerweile mit heißem Kaffee die ganzen Geschmacksnerven weggebrannt. Ja, wenn ich in die Grundschule gehe und ich hatte mal vor ich glaube 4 oder 5 Jahren war das gewesen, habe ich meine Grundschullehrerin mal besucht. Ja. Und dann sitzt du dann auf diesen kleinen Grundschulstühlen und du kommst da fast gar nicht hin. Also du hockst dann auf so einen kleinen. Mir auch. Also wenn man sehen will, wie schnell man wächst, einfach mal in die alte Schule gehen. Oh, lieber. Ja. Das hieß, ich hab mir mit den Pfandflaschen immer nach der Schule, die habe ich eingetauscht und danach immer dann Center Shock oder sowas geholt. Da hatten wir so einen Laden auf dem Schulweg.
Wir hatten Küssmund. Wir hatten damals Küssmund? Noch keinen Pfand. Das Haribo. Ja. Kennst du jetzt die Frösche? Hm? Ich glaube, es früher mit Frösche. Küssmund. So was Aha. Schwules hast du dir. Ja, es gab auch damals dieses Ekel, diese Leckmuscheln, weißt du, wo dann. Ja. Ja. Weil die packst du dann wieder ein und dann ist dein ganzer Sabber noch da drin und so richtig und Haare und ich hatte ihn oder die Burger. Gibt's immer noch die von Trolli. Die sind so eklig. Ist Geschmackssache so. Ach nee. Im wahrsten Sinne des Wortes. Das hat mich immer daran erinnert, wenn du im Sommer irgendwo im Freibad bist und irgendjemand kam und du denkst, guck mal, der Burger, voll lecker. So war der. Ja. Das stimmt. Das ist halt. Ich will Frufos haben. Das musste ich unbedingt ausprobieren. Und zwar, es hört sich echt komisch an, aber die Flicken-Lick-Lollis. Von Togo damals. Ja. Mhm. Oh, die so immer schlimm. Noch und wenn du die da reinpackst, das ist genauso wie mit der Leckmuschel. So richtig ekelhaft mit dem Sabber überall. So. Du konntest halt nicht sagen, klappt man später nochmal benutzen. Ja, genau. Flicken-Lick. So dämliches Wort. What the fuck? Ich denke mir schon gerade so, bestimmt gibt es auch eine Ü18-Version, nennt sich dann Flick and Dick oder sowas. Ja, Flick und Dick. Und dann Lick den Dick. Aber die haben es dann auch Flick und Dick. Nee, Flick and Dick. Du machst auch so eine Bewegung wie so ein. So, wie heißt das mal? Wie so ein. Ich bringe mal ein Bild daraus, wie die damals. So ein Butterfly-Messer und auf einmal. Zack, Dildo. Die waren einfach. Was? Was zum. Nein. Was ist denn? Genau. Kann ja sein, ne? Vor allen Dingen, ich find's ja auch witzig, als es die Flick-and-Lick-Lollis gab, es gibt ja auch eine Begründung, warum es sie jetzt nicht mehr gibt. Nämlich, viele Polizisten haben nämlich geglaubt, du hast nämlich ein Butterfly-Messer dabei. Das wäre ein gewesen, ne? Ja, richtig. Oh, Mann. So doof einfach nur. Das Ding ist aus Plastik. Kennt ihr diese Disney-Pets Bonbon-Spender da? Yeah. Ja, Pets, ja. Also die immer, ja, Pets, wie auch immer du das aussprechen willst, wo halt den Kopf so nach hinten Ja. Mhm. Ah, ja, die hatte ich auch früher damals. Wow. Ja, die das ist auch immer total merkwürdig. Weißt du, einerseits sagt Galax immer damals, als ich klein war, als Avatar im Kino lief. Ja, und ja. Andererseits sagt er so, ja, die Petspender. Und da denke ich immer, ja, okay, wir waren doch das gleiche Alter. Ja. Hä? Das war ja über einen längeren Zeitraum. Pets ist alt. Auch zeitlos. Ich war ja auch mal halt klein. Eben. Ja, ich wollte gerade sagen, Pets gibt's halt immer noch einfach. Weil einfach auch die Rezeptur immer noch die gleiche ist und die ist einfach so beliebt. Ich meine, ich sehe mittlerweile auch, bei uns ist ja halt auch die Grundschule da in der Nähe, da sehe ich auch noch immer noch jedes Mal auf dem Schulweg Kiddies mit ihren Petspendern da rumlaufen, also von daher. Moment, Kane auf dem Schulweg? Ja, Kane auf dem Schulweg, ja. Ja, bei uns ist hier die Straße nur die im kleinen Schulweg, Kinder, deswegen. Die immer das Petspendern wegnehmen. Gehen Sie da weg, Sie gehören nicht zur Schule. Ja, ich bin im Zaun und klaue immer ständig die Petspender. Jetzt habe ich eine ganze Aber meine Dual-Disc. Wir hatten damals in der Grundschule mal irgendjemanden, der behauptet hat, man kann Bucheckern essen, also von der Buche die Früchte quasi, die so runterfallen. Was? Was sind Bucheckern? Und das nennt sich Bucheckern. Oh, es gibt noch was Geileres. Und dann hat die ganze Klasse angefangen, die Dinger zu fressen, bis irgendwann mal ein Lehrer draufgekommen ist. Leute, was macht ihr da? Ihr könnt doch nicht in der Pause euch unter die Buche stellen und alles, was da runterfällt, fressen. Was geht mit euch? Ach, schmeckt Buche, so gut nach Minze. Buch. Ja, du hast ja die Buchecken, die reißt du ab und beißt dann rein, ne? Genau, hast du erfahren. Ja. Nee, oder beim Sport gab es auch so eine komische Pflanze, die da mal auf dem Schulhof gewachsen ist, die so kleine herzförmige Blätter hatte. Und hat irgendjemand gesagt, die herzförmigen Blätter kann man auch essen, die schmecken nach Käse. Haben zwar überhaupt nicht nach Käse geschmeckt, aber alle haben die Gräser gekaut. Was? Verbehindert. Und hätte einer sagen können, hier Leute, da ist ein Gift. Also ich kann's doch sagen. Also bei uns war es so, dass man halt immer die Blüten von der Brennnessel zum Beispiel ausgelutscht hat, weil die einfach wirklich wie Honig gegessen haben. Das war voll lecker. Geil, das war richtig lecker. Ja, doch, aber eine Brennnessel hätte dir doch nicht ins Gesicht. Brennnessel nein, nicht eine ganze Brennnessel. Du hast an der Brennnessel, die sind halt so du weiße Blüten. Die sehen aus wie Trompeten so ein bisschen und die ziehst du ab und da saugst du raus. Ihr wollt mich verarschen. Nein! Nee, ist wirklich so. Das ist voll süßes Zeug was drin. Ihr seid doch nicht ganz knusprig, oder? Hey, da haben wir draufgetreten, damit ihr uns nicht wehtut. Und das Schlimmste ist, wenn du jemanden auf den Sack gehen wolltest oder irgendjemanden nicht gemocht hast, nimmst du einfach Hagebutten, die nimmst du in die Hand so, und dann schreibst du die schön jemanden auf den Rücken und dann fängt er so hardcore an zu jucken. Genau. Ja, weil das Zeiten. Ja, was? Das war cool. Zeiten. Du kannst Hagebutten dem dann entweder trocknen und zu so einem Pulver machen, hast du Juckpulver, oder du hast es einfach jemand auf dem Rücken geschmiert. Ja. Hat trotzdem angefangen zu jucken.
Weil die Sporen da drin Juckreiz auslösen. Die Sau. Ich bin anscheinend zu behütet aufgewachsen. Wir haben ja so gefressen Stadtbäcker. Was aber auch lustig war, früher gab es dann auch immer, weißt du, wenn du als Kind keine Armbanduhr hattest, hattest du mindestens eine Gumwatch. Nein. Was ist eine Gumwatch? Eine Gumwatch ist eklig. Das kommt irgendwie drin. Genau, richtig. Ja. Das war so eine aufklappbare Digitaluhr gewesen. Wolltest du aufklappen? Dann hast du mit so Plättchen. Ja. Ja, genau. Ich erinnere mich. Genau, und die gab es dann halt auch in verschiedenen Ausführungen. In der Version 2, da hast du dann halt so ein kleines Taschenlämpchen mit drin, was so rot geleuchtet hat. Oder du hast dann halt die Aqua-Hydro-Version, wo du dann halt da Wasser reinführen konntest, halt so eine Wasserpistole. Hat sich dann gefühlt wie so ein Doppelagent. Oh ja, Megabyte schreibt gerade Furzkissen. Oh ja. Oh ja. Ja, oh ja. Furzkissen. Brauche ich nicht mehr, ich hab gelevelt. Jedes Mal, wenn in der Mickey Maus ein Furzkissen drin war, war das Ding bei uns ausverkauft. Oh, Mickey Maus, die hatte ich auch durchgehend. Ja, oder hat den Lehrerstuhl jeder manipulieren, ein paar Schrauben entfernen. Nee, mit Seife die Tafel einschmieren. Das ist auch Alter, das ist böse. Es hat mich 2 Wochen Nachsitzen eingebracht. Ja, richtig so. Aber das war gut. Am besten fand ich ja eigentlich, da hatten wir 9 Dozenten gehabt und dann haben wir einen Klassenkollegen, den, es gibt immer diesen einen Klassenkollegen, den du nur mit Nachnamen ansprichst. Ich weiß nicht warum, aber den haben wir nur mit dem Nachnamen angesprochen. Den Typen haben wir oben, über der Tür war so ein kleiner Schrank, wo dann die ganzen Bücher gelagert waren. Haben wir den in den Schrank gepackt und dann kam der Dozent halt rein, hat dann alle möglichen Leute aufgerufen, so, ja, schönen guten Morgen, alle haben sich hingesetzt, sollten halt eine Aufgabe machen und auf einmal hörte halt ein ganz komisches Geräusch und der Knopi, der oben dann halt in diesem Zimmer war oder in diesem Schrank gesessen hat, hat halt diese Geräusche gemacht. Und der Lehrer hat jeden Einzelnen vorgerufen, man sollte unterzeichnen und dann aus den Unterricht verlassen, weil man den ja gestört hat angeblich. Und irgendwann war aber keiner mehr da und es war nur noch Knopi im Schrank. Und ich hab gedacht, checkt der das eigentlich nicht? Das sind solche Storys für Sarkasmus morgen, nächste Woche. Ja, zum Beispiel. Oh ja, unbedingt. Megabyte schreibt gerade im Live-Chat. Super Soaker. Hey. Oh ja, Super Soaker waren cool. Ja, wir sind aber übrigens. Ja klar, gibt's sie noch. Was? Oh, ja. Super Soaker gibt es immer noch, genauso wie Nerf. Ja gut, aber die gibt es nicht mehr in diesen coolen Ausführungen mit Dreifachschuss und... Ja, doch, klar gibt es die noch. Musst du doch einfach nur bei Kaufland hingehen. Ja, die suchst du falsch, Ken. Es gibt sogar die Super Soaker, die um die Ecken schießen kann. Ja. Ja, das, die meinte ich doch. Das, ja, es gab eine mit drei... Also nein, so die mit drei von Düsen, die konnten um die Ecke schießen. Und die konnten dann halt in 3 Richtungen schießen. Ja, es gibt sogar welche mit Spiegel, da kannst du nach hinten schießen. Mit... Was? Also, okay, aber, ja, Sie wissen, mit Spiegel schießen. Genau. Ja, du hast den Knopf gedrückt, da kannst du nach hinten schießen. Ja, bist du nicht normalerweise hinter der Waffe? Was? Bist du nicht normalerweise hinter der Waffe? Ja, aber du. Und schießt dir nicht ins Gesicht? Nein, nicht direkt nach hinten. Dann kannst du sagen, hey, mich hat er auch erwischt, so eine Sauerei. Ich kann nicht direkt nach hinten schießen, sondern so leicht nach hinten. Verstehst du nicht? Ich weiß nicht, an dir vorbei. Also, ich hatte jetzt bisher noch kein Bedürfnis nach einer Waffe, die nach hinten schießt, wenn ich hinter der Waffe bin. Ach du Scheiße. Kennt ihr eigentlich noch die Lockenwickler, Gummi, Handschuh, Finger, Zwillen? Was? Gesundheit. Ja! Kennst natürlich. Also ich glaube, ich müsste ein Bild davon sehen. Damit du nimmst einen Lockenwickler von der Mami, nimmst einen Gummihandschuh von der Mami, die gelben mit den schönen... Warum hat deine Mama Gummihandschuhe? Hat die irgendwelche Fetische? Also, okay. Dann schneidest du den Zeigefinger ab, steckst den Zeigefinger durch den Lockenwickler. Deine Mama würde dich killen. Wickelst den oben drum, machst ihn fest mit Gummi, dann nimmst du eine gefrorene Erbse, tust in den Finger, hältst ihn fest am Lockenwickler, ziehst die Erbse am Finger lang und lässt los. Ins Auge vom Bruder und dann kriegst du aufs Maul. Nein, nicht in man weiß auf die Ärsche von den ganzen Weibern gezielt. Auf die Ärsche von den Weibern? Ja. Gut gemacht. Ganz dünnes Eis. Ganz dünnes Eis. Ach, wieso? Gut zu wissen. Am besten geht gefrorene Erbsen. Hast du ausprobiert, ja? Haben wir ausprobiert. Vielleicht kriegen wir die Feministen bei dir. Einfach mal alles durchprobieren. Ich kenne das nur mit den, wie heißt es jetzt nochmal, mit den, dass du eine alte Luftpumpe genommen hast, das Rohr von der Luftpumpe genommen hast, dann hinten vom Gummihandschuh, der dann halt einen Finger abgeschnitten hast, den dann drüber gemacht hast, mit Klebern festgemacht, dann hattest du dann halt so ein Gewehr gehabt. Alter, was geht denn mit euch? Hä, was macht ihr eigentlich? Das Witzige ist, seid ihr keine zivilisierten Kinder? Einer war so clever gewesen. Ihr wisst schon, dass wir eine Vorbildfunktion haben, nur mal so. Einer war mal so clever gewesen, das hat, das, also ohne Scheiß, das, da ging die Erbse nicht
nicht nur gegen die Haut, ja, sondern in die Haut rein. Ja, wir wissen auch, wie eine Kartoffelkanone funktioniert, aber trotzdem muss das keiner wissen, wie das geht. Der hat einfach statt so einer so einem Luftpumpenrohr, hat er einfach ganz stumpf ein Staubsaugerrohr genommen. Oh Gott. Ja, ja gut. Also das Einzige, was wir damals gemacht haben, das war ja wirklich handsam, war die Stifte, die wir hatten, gerade so Filzstifte so vorne und hinten abgeschnitten, dann den Inhalt rausgemacht, die ausgespült und dann halt so ein Stück Papiertaschentuch also in den Mund genommen, so richtig mit Schmuck voll gemacht und dann jemanden in den Nacken geschossen oder Blas so. Oh, das war ja so eklig. Was? Mit der Zeit. Ja, das war richtig eklig. Ich hatte Leute in der Klasse, die haben sich die besten Spucktüchlein schon mal vorbereitet und das Gut, das sind aber auch wieder Themen für den nächsten Sachkatzmus. Bei uns hingen die Kugeln immer an der Tafel. Während des Unterrichts, die Lehrerin so hin. Ach, du meinst mit Strohhalm und... bei uns, die haben immer Klopapier genommen, ist nass gemacht und ist dann an die Decke geworfen. Da hat es von der Decke immer getropft. Das war so ekelhaft. Das hat nie wer weggemacht und es war immer mehr und dann hat es immer getropft. Hat nie wer weggemacht. Ach du Scheiße. Das haben wir mit ganz normalem Papier gemacht. Mund einfach nicht nach unten. Schleimig. Ja, aber wo hast du denn ganz normales Papier her? Wenn du auf dem Klo bist, dann hast du Klopapier, so viel du willst. Irgendwann, wir mussten uns Klopapier vom Sekretariat abholen. Frisch so. Ja, wenn man so viel Scheiße baut. Normales Papier. Oh Mann. Und damit gehen wir jetzt erstmal in die nächste Musikpause. Was haben wir Feines, Claudi? Coldplay mit Paradiese und One Republic. Du hörst dich sehr weiblich an. Ja. Glas mit Horn. Die andere Claudi mit Gremlin, alle die gleichen. Genau, wir spielen erstmal Coldplay mit Paradise. Danach kommt die 257er oder 257er oder wie auch immer sie heißen. Der Holzsong? 257er mit Holz. In dem Sinne, bleibt uns gewogen. Bis das war Holz. Gewünscht von unserem lieben, lieben, lieben Muffy. Mit den Worten Holzmuhaha. Muhaha. Muhaha? Holzmuhaha. Holzmuhaha. Muhaha. Ja, also kein Furry Talk und keine Furry FM-Sendung ohne Holz. Der Typ, der das Holz gekauft hat, musste den schlagen. Also was wir hier an Holz gespielt haben, ey, ganz ehrlich, das geht auf keine Kuhhaut. Ein Blue von DJ Bobo? Mega, da bist du ein bisschen falsch. Es geht auf keine Kuhhaut. So viel Holz geht auf keine Kuhhaut. Wer sagt was? Das sagt der Typ, der aus Bayern kommt. Der hat viel schlimmere Sprichwörter. Ja, das mag sein. Frag mal andersrum, Galax. Kruzifix nochmal. Nördlich oder südlich vom Weißwurst-Äquator? Nördlich oder südlich vom Weißwurst-Äquator? Ich muss jetzt. Ich glaube, er meint Melody. Ich glaube, der meint damit, wie heißt es mal, Brooklyn Bounce. Was? Zusammenhängende Sätze sind immer was Schönes, Kane. Ja, wie gesagt, Brooklyn Bounce. Ich gerade ein anderes Thema, Kane, aber passt. Hey. Ich habe keine Ahnung, wo der Weißwurst. Donau. Bei Megabyte ist gerade hier. Ach, die Donau, ja, okay. Ich bin nördlich der Donau. Ja. Was heißt? Was sagt uns das jetzt? Eskim Bayer. Achso, okay. Ja. Was? Deswegen spricht er auch so deutlich. Yep. Ja. Jetzt ist ein Franke, oder wie sich das kann schon auch mit bayerischem. Nee, mehr. Ich glaube, das sind Franken. Was? Ja, okay, und bevor wir jetzt noch beleidigender werden für die Kultur von manchen Leuten, würden wir sagen, wir machen für heute erstmal hier Feierabend. Können wir nicht noch DJ Bobo spielen? Nein, weil, nein. Doch komm, jetzt habe ich da DJ Bobo im Live-Chat gelesen. Das ist nicht schlimm, und wenn da Natascha irgendwas steht, das ist mir egal. Ja, ich will nicht mehr. Ich wünsche dir einen Gruß. Ich wünsche dir auch was. In dem Sinne, hauen wir für heute mal die... Vergiss die Werbung nicht. Die Schlusskante rein. Und zwar haben wir noch einen Song für euch, den wollen wir unbedingt noch abspielen, nämlich Leb deinen Traum, der Digimon-Song. Halt die Klappe. Dich hat keiner gefragt. Dich hat keiner gefragt, Klappe. So, genau. Und ich danke auf jeden Fall recht herzlich dem lieben Ralfi, dass er heute den Abend mit uns durchgestanden hat. Yay, ich brauche Alkohol. Ich auch, ja. Ich glaube, wir haben ihn für immer verschreckt. Ich brauche neue Tabletten. Das könnte davon habe ich genug. Wenn ihr Anregungen habt oder Verbesserungsvorschläge oder Show-Ideen, wir sind für alles offen, schreibt uns einfach auf unsere E-Mail-Adresse, die ich immer noch nicht auswendig kann. Ja, könnt ihr ins Admins-Team oder welche E-Mail-Adresse meinst du? An administration@furry.fm ist die E-Mail-Adresse. .de. Genau. Whatever. Wenn euch die Show gefallen hat, könnt ihr uns auch gerne unterstützen auf furry.fm, während ihr dann schön uns Kaffee ausgebt, beziehungsweise
bei unseren Podbeans und Patreon-Seiten vorbeischaut. Und da muss ich übrigens sagen, uns hat vorhin jemand noch bei Ko-fi unterstützt. Vielen, vielen Dank dafür. Ich will jetzt lieber nicht den Klarnamen sagen, nicht, dass es dann heißt, das ist mir zu. Nennen wir ihn doch einfach Mpe. Vielen Dank, Mpe. Danke. Wir haben uns sehr gefreut. Genau. Du weißt, wer gemeint ist, an dich ein Augenzwinkern. Okay. So war kein Augenzwinkern, zwinkerst du so mit dem Auge. ich glaube, deinem Auge geht's nicht gut. Ich kann es euch sagen, sie hat gezwinkert und hat die typischen zwei Finger gezeigt. Die Pistolenfinger, ihr wisst schon. Ach, ich was? Komm, Pistolenfinger? Ja! Was ist denn der Typ aus der Sendung? Kiss, kiss, kiss. Du machst es gerade uncool. So. Okay, und in dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören heute und seid dabei bei der nächsten Sendung am Mittwoch. Und dann kommende Woche haben wir auch noch was auf Lager. Also es lohnt sich immer mal reinzuschauen. Wir haben auf Telegram noch einen FurryFM-Kanal. Da könnt ihr den auch abonnieren und euch angucken, was für Sendungen kommen. Den News-Kanal. Kommen. Genau, den News-Kanal. Und es gibt noch auf Facebook eine FurryFM, was sind wir eigentlich? Eine Gruppe? Eine Seite. Genau, und die kann man auch. Ist am Montag nicht noch eine Sendung? Ah ja, ist der völlig planlos. Völlig planlos, genau. Wenn ich nicht da wäre, ey. Ja, echt, Ralf. Danke, Ralf. Kennt der Externe unser Radioprogramm besser. Übrigens, Infos. Ja. Ralfi hat auch ganz schön geile Kalender. Nee, dann nicht zu verkaufen, Kalender. Nur so online, ne? Also, naja, online zum Nacken. Ohne Bilder. Obwohl, also, das keine klingt jetzt als meine so richtig geile Furry-Kalender, ne? Oh. Ralf, das wäre deine Marktlücke. Das wäre der Verkaufsschlager, ich schwöre. Ja, und auf jeder Seite ist ein Fursuiter. Genau, und schaut doch mal nackte in der Fursuiter. Community Nein. von Furries United vorbei. Das sind immer nackt. Ja, eben drum. Furries United sind übrigens auch verlinkt als unsere Partner auf unserer Website. Wenn ihr neugierig geworden seid, wer denn der Ralf ist und was der so für Sachen macht, dann könnt ihr da mal reinklicken und bei Furries United mal reinschauen. Da freut sich der Ralf über jeden, der Hallo sagt. Genau, und wenn ihr noch mehr wissen wollt, dann PN an Ralfi. Genau. In dem Sinne, habt noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.